Mich, dass der Saal oder dass die Gaststube gut gefüllt ist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Kettlitz und ich habe heute die Ehre, diesen Abend ein bisschen zu begleiten, zu moderieren. Ich sehe, Sie sind alle gut versorgt mit Getränken. Es gab, glaube ich, auch Gutscheine, die Sie einlösen können. Also nutzen Sie das ruhig. Vielen Dank, dass wir hier in dem Restaurant K sein dürfen, von Herrn K. Vielleicht kommt Frau K. heute auch noch dazu. Schauen wir mal. Meine Damen und Herren, wir haben heute auch interessante Gäste. Wir wollen über Politik reden. Und Politik, ich hoffe, Sie sehen mich, auch wenn die Technik jetzt hier ein bisschen im Wege steht, sehen Sie mich, Politik hat ja immer gern einen Anschein, ein bisschen trocken, ein bisschen dröge zu sein. Und man kennt die Politiker meistens nur aus der Tagesschau oder den Brandenburg-Aktuell-Nachrichten mit ihren O-Tönen, die sie gegeben haben. Und da haben Sie selten die Chance, den Menschen rüberzubringen. Und Sie haben selten die Chance, den Menschen kennenzulernen. Und dann erleben Sie sicherlich ab und zu mal Talkshows im Fernsehen, die gibt es ja an verschiedenen Kanälen, wo man dann doch den einen oder anderen Politiker mal persönlich kennenlernt. Und wir haben uns gedacht, dass wir das auch gerne in Brandenburg machen wollen und heute hier in Elsterwerda und wollen Ihnen Politiker, Minister aus der Landesregierung näher bringen. Sie sollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Es sind wenige Tage vor einer wichtigen Wahl, zwei wichtige Wahlen in Brandenburg, drei haben wir insgesamt in diesem Jahr. An diesem Sonntag sind die Europawahlen, aber vor allem auch die Kommunalwahlen. Und da passt es natürlich sehr gut, wenn wir den zuständigen Minister für Kommunales auch hier heute zu Gast haben. Und deshalb einen recht kräftigen Applaus für den Innenminister des Landes Brandenburg, Karl-Heinz Schröter. Herzlich willkommen. Kommen Sie gerne zu mir an meine Seite. Sind wir in einem Gasthaus und der Tisch ist leer. Was trinken wir denn? Ich trinke gerne, gerade wenn es so ein bisschen dunkel wird, ein Bierchen. Okay, wird es schon dunkel? Ich habe schon ein bisschen, ja. Gefragt. Leider gibt es keins ganz aus der Nähe. Aber Dresden ist nicht ganz so weit weg. Und ich habe gehört, es gibt auch ein lecker dunkleres Bier aus der sächsischen Region. Ich glaube, ein kleines kann ich trinken, ja, ohne dass ich hier dummes Zeug erzähle. Ich schließe mich gerne immer dem Gast an. Ich nehme dann auch so ein kleines und Frau K. bringt uns die vielleicht. Dann trinken wir ein kleines, dunkles Bier. Keine rote Brause hätte ich ja eigentlich jetzt erwartet. Das ist also der Klassiker in Wahlkämpfen immer, oder? Kann man dann überhaupt rote Brause noch sehen bei der SPD? Also rote Brause trinke ich nicht, um ehrlich zu sein. Wenn, dann ein Wasser. Und hier gibt es ja ein sehr leckeres Wasser in der Region. Das gibt es im Übrigen auch immer in Potsdam. Also bei mir steht zum Beispiel auf dem großen Gästetisch immer Wasser aus Bad Liebenwerda. Aber ich finde, gerade wenn man schwitzen muss und auch viele Mineralien ausschwitzt, ist Bier eigentlich das Powergetränk. Und ich nehme den Alkohol da billigend in Kauf. Es soll ja auch anderes Bier geben. Aber mir schmeckt so ein richtiges mit ein bisschen Alkohol ganz gut. Ganz gut. Sie sind ja nicht nur Minister in Ihrer beruflichen Karriere gewesen, sondern auch Landrat. Und ich glaube, da muss man das ein oder andere Bier dann wahrscheinlich bei dem ein oder anderen Volksfest und Dorffest vielleicht mal mittrinken. Hat Sie das auch so ein bisschen geprägt? Wie hat Sie überhaupt diese Landratstätigkeit geprägt? Und was nutzen Sie da von heute noch in Ihrer Ministertätigkeit? Vielen Dank. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied. Als Landrat, da kommen die Probleme zu einem auf zwei Beinen. Die haben zwei Augen, zwei Ohren, einen Mund. Und der artikuliert die Probleme sehr prononciert. Und jetzt kommen die Probleme in einem Aktenordner in aller Regel. Da ist viel Farbe dran. Das heißt, da haben viele Kollegen schon gelesen und noch etwas dazu geschrieben. Und manchmal scheint die Lebenswirklichkeit etwas anders zu sein als in diesen Aktenordnern. Und deshalb bin ich gerne, das ist alte Gewohnheit, auch ganz nah an den Dingen, die die Menschen bewegen. Und das Wort behandeln kommt ja auch irgendwo von Hand. Also Dinge sehen und anfassen können, sehe ich auch so. Ist für mich wichtig, um auch wirklich authentisch informiert zu sein. Genau, auch mit Ihnen gerne. Und schmecken ist ja auch wichtig und deshalb erst einmal auf Ihr Wohl. Ich freue mich, dass Sie heute das Fernsehprogramm verschmähen und mal so eine Live-Veranstaltung angucken. Und ich hoffe, es wird Ihnen nicht langweilig. Also mir garantiert nicht, denn ich weiß, sowas wird immer doch ziemlich mit intensiven Diskussionen begleitet. Schön. Dann sagen wir zum Wohl. Zum Wohl.
Ja, da kann man nicht meckern. Das ist wir so. Wissen, da kann man nicht meckern, ist das höchste Brandenburger Lob. Ich wollte es gerade sagen, ja, das ist schon viel wert. Sie hatten es gerade gesagt, an Akten arbeiten Sie viel. Wie viel Papier lesen Sie in der Woche? Oh, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Es ist ja auch nicht alles in Papier, sondern der Tag beginnt bei mir mit dem Lesen der sogenannten wichtigen Ereignismeldungen. Das sind Mails, die ich morgens, ich verrate nicht wo, lese. Also jedenfalls da, wo viele Menschen lesen. Und dann lese ich im Auto weiter. Und ja, das vergehen natürlich kaum Tage, wo nicht auch am Schreibtisch gelesen wird. Und ich bin allerdings jemand, der schneller versteht und sich besser informiert, wenn er Dinge hört, wenn ich dann auch gleich nachfragen kann. Und sobald Vorgänge länger als einige Seiten sind, da hole ich mir dann lieber die Autoren ins Büro, um mit ihnen dann die Dinge zu bereden. Das verfestigt sich mehr bei mir, das bleibt also länger hängen und es geht schneller. Wann beginnt denn so ein Arbeitstag eines Innenministers? Der muss ja wahrscheinlich früher aufstehen als alle anderen, oder? Na, nicht ganz so früh. Der Wecker klingelt in der Regel zwischen halb sechs und halb sieben. Und wie gesagt, dann beginnt der Tag mit Lesen, mit Informiertwerden im Auto. Ich fahre so zwischen 50 Minuten und einer Stunde bis ins Büro. Wird natürlich auch telefoniert, gelesen. Und dann beginnt in der Regel ein Tag selten, wie der andere aufhörte. Das ist das Gute an diesem Beruf. Es wird nie langweilig. Und gelegentlich, das weiß ich dann schon, wenn ich die ersten Meldungen lese, wird der Tag ganz anders, als er im Terminkalender vorgeplant war. Haben Sie da so Erinnerungen? Was war denn so das schönste Erlebnis, was Sie in so einem politischen Alltag mal hatten, was vielleicht nicht typisch war? Also es gibt viele schöne Erlebnisse. Wenn ich mit Kameraden der Feuerwehr zusammenkommen kann, das ist in der Regel immer ein schönes, ein gutes Erlebnis, ein guter Termin. Heute Morgen hatte ich einen guten Termin, da wurden die erfolgreichsten Polizeisportler geehrt, ausgezeichnet. Das ist etwas, was Spaß macht, aber es gibt dann auch Dinge, die sind ziemlich, ziemlich deprimierend und da braucht man dann gelegentlich am Abend auch so ein bisschen Zuspruch, um über solche Dinge hinwegzukommen. Beim Innenministerium, hatten wir schon gesagt, gehört Kommunales dazu. Sie hat es gerade erwähnt, auch Sport. Ist das auf Landesebene auch so? Nee, leider glaube, nein. Ist es nicht. Auf Bundesebene leider ist es nein. Beim Innenminister. Ja, in vielen Ländern ist es beim Innenminister. Hätten bei Sie es uns. Gern dazu? Ja, den Sport würde ich nehmen. Was sagt Frau Ernst dazu? Das ist Weiß die nicht. Bildungs- und Sportministerin. Die hat auch ohne Sport ganz gut zu tun. Gut, ich auch, aber Sport, denke ich, macht sie auch gerne, würde sie wohl gern behalten. Das wäre die erste Nachricht für heute Abend, könnte man sagen. Der Innenminister möchte den Sportbereich dazu haben, nach einem Wahlsieg, oder? Es geht ja nicht nach dem Innenminister und schon gar nicht nach mir. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, Kommunales. Natürlich waren die letzten Monate, Jahre bei Ihnen auch viel geprägt hier in Brandenburg zum Thema Kreisgebietsreform. Da hatte man den Eindruck, dass das Thema Sicherheit, Polizei vorher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ist meine Wahrnehmung da falsch? Oder? Naja, die Kreisgebietsreform wurde ja begleitet durch eine weitere, nicht ganz einfache Aufgabe, nämlich, wenn Sie sich zurückerinnern, 2015, 16 haben ganz viele Menschen Schutz gesucht bei uns und da galt es, zum Teil 250, 300 Menschen, die uns am Tag erreichten, erst einmal aufzunehmen, vernünftig unterzubringen, medizinisch erst zu versorgen. Sie mussten untersucht werden. Das war eine echte Herausforderung. Und vielleicht erinnern Sie sich an Bilder aus Bayern oder Berlin, Lageso. Solche Bilder gab es bei uns nicht. Ich bin unseren Bürgermeistern und Landräten sehr dankbar dafür, dass wir gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt haben und dieses Thema, ich denke, sehr ordentlich gemeistert haben. Dagegen ist natürlich das Thema Sicherheit auch ein bisschen abgefallen. Und die Kreisgebietsreform war schon ein Thema, was durchaus die Gemüter bewegte. Am meisten natürlich die Gemüter derer, die davon unmittelbar betroffen
gewesen wären, muss man ja heute sagen. Ja, da gab es dann für die Polizeibelange ein bisschen wenig Zeit, aber ich glaube, das haben wir nachgeholt. Wir wollen das Thema nicht ganz so weit ausmachen, aber mich würde wirklich menschlich interessieren, hatten Sie in diesen Monaten, wo es um Kreisgebietsreform ging, und das war ja nun wirklich kein Gewinnerthema, irgendwann mal gesagt, ich habe die voll, also ich mag nicht mehr? Es gibt Tage, wo man natürlich nicht besonders gut gelaunt nach Hause kommt. Das geht jedem so. Aber es gibt Menschen, die behaupten, ich habe ein Gemüt wie ein Fleischerhund. Vielleicht stimmt das sogar. Man kann gelegentlich dann auch ein bisschen Abstand halten. Und das hat mir geholfen. Im Übrigen kenne ich ja die ganzen Kollegen. Eigentlich habe ich mit denen 25 Jahre lang gut zusammengearbeitet. Menschlich ist das nie verletzend gewesen und das ist auch wichtig. Ich wusste, jeder muss hier eine bestimmte Rolle einnehmen und da war mir klar, ich bin der natürliche Feind aller Landräte und Oberbürgermeister, abgesehen von denen, die nicht betroffen waren. Und in der Zwischenzeit ist das alles vergessen. Ich wollte gerade sagen, es ist menschlich nie zerstritten und das ist das Wichtigste. Sie ist ja abgesagt und es geht auch weiter am Land. Es gibt viele Themen, die auf der Straße liegen, die die Bürger natürlich auch mitbringen. Wir werden vielleicht heute Abend auch über das eine oder andere sprechen. Aber es kommt natürlich auch gerne mal der Vorwurf, jetzt ist Wahlkampf, jetzt kommen sie wieder alle, jetzt lassen sie sich blicken, jetzt kommen sie selbst sogar hier nach Elsterwerda. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Also, wenn es auf den Innenminister bezogen wäre, dann müsste ich sagen, dem ist nicht so. Ich war hier auch ganz in der Nähe und zwar immer dann, wenn es eigentlich keine Gewinnerthemen gab. Erinnern Sie sich bitte, in Dobberlug-Kirchhain mussten wir, den Zusammenhang habe ich gerade erwähnt, eine neue Erstaufnahmeeinrichtung hier in der ehemaligen Kaserne errichten. Und da war alles andere als Begeisterung in der Turnhalle, als ich den Anwohnern erklärte, warum dies nötig sei. Und als es dann auch mal Probleme gab im Zusammenhang mit dieser Erstaufnahme, da bin ich nicht untergetaucht oder weggetaucht, sondern ich habe mich gestellt, natürlich auch den Fragen der Anwohnern, war vor Ort und konnte dann auch, nachdem ich die Themen gesehen und persönlich auch zur Kenntnis nehmen konnte, vor Ort ganz schnell geeignete Maßnahmen einleiten, sodass die Probleme, ich denke, nach 4 Wochen vom Tisch waren. Ich denke auch immer, das ist vielleicht auch ein beidseitiger Vorwurf. In Wahlkampfzeiten nimmt der Bürger es auch ganz anders wahr. Also wahrscheinlich sind Minister ja auch wirklich das ganze Jahr präsent und unterwegs. Aber medial ist natürlich in Wahlkampfzeiten da eine höhere Aufmerksamkeit. Das ist richtig. Und nicht immer gibt es so viele Menschen, die politisch interessiert sind und sich dann auch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, um das Gespräch zu führen, um eigene Anliegen vorzutragen. Ich meine, es gibt ein bisschen Politikverdrossenheit. Ich bin am 4. November 1989 in Berlin bei dieser großen Demonstration gewesen. Und da habe ich das Geschäft meines Lebens gemacht. Ich hatte einen kleinen Zettel dabei und einen Kugelschreiber und dann die pfiffigsten Transparentaufschriften mir notiert. Nur mein Zettel war viel zu klein. Und dann traf ich jemanden, der hatte einen ganzen Block mit. Und da tauschte ich die Sprüche, die ich schon aufgeschrieben hatte, die diktierte ich dem jungen Mann gegen 3 große A4-Blätter und konnte somit sehr viel mehr aufschreiben. Ein Spruch ist mir erinnerlich, der lautete: Wartezeiten in der DDR. Auf ein Auto 10 Jahre, auf ein Telefon 20 Jahre, auf freie Wahlen 40 Jahre. Das ist zu lange. Mal abgesehen davon, dass das Berliner gewesen sein muss, der das transparent trug, denn außerhalb von Berlin wartete man länger auf ein Auto und ein Telefon gab es gar nicht. Aber damals warteten die Menschen auf freie Wahlen. Die Volkskammerwahlen im März hatten eine Wahlbeteiligung, ich will das nun mal in die Erinnerung bringen, von 93%. Schon die Kommunalwahlen im Mai, da waren bloß noch eine 70er%. Und bei den letzten Wahlen zu den Kommunen, gemeinsam mit Europa war das schon, waren es wohl 46 und ein paar gelatschte Prozent,
Ich hoffe, dass die Brandenburger diesmal über 50% zur Wahl gehen. Das wäre sehr wichtig. Und ich denke, Sie haben ja auch ein breites Spektrum, das sich zur Wahl stellt, insbesondere bei den Kommunalwahlen. Und Sie haben ja auch die Möglichkeit, weil es zum Teil Ihre Nachbarn sind, nochmal nachzufragen, welche Vorstellungen zur Entwicklung des eigenen Ortes diejenigen haben, die dort kandidieren, welche Entwicklungen für den Kreis eine Rolle spielen. Nutzen Sie die Chance. Gerade bei den Kommunen passiert so vieles. Die Menschen sind ja in den Kommunen zu Hause, erleben ganz unmittelbar, was dort passiert. Deshalb Kommunalwahlen, ganz wichtige Wahlen. Dann sind wir doch mal ganz konkret vor Ort, auch gerade so im ländlichen Bereich. Ich frage Sie mal, wie alt ist Ihr Hausarzt? Wissen Sie das? Naja, das weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich in den letzten 10 Jahren keinen Kontakt, nicht wirklich, zu Ärzten. Jedenfalls nicht, weil ich erkrankt war. Toi, toi, toi. Der ist jetzt im Ruhestand. Aha. Aber es gibt in Hohenneuendorf mehrere Möglichkeiten. Ich muss mich jetzt irgendwann auch mal umgucken. Und ich meine, die Ärztin, die da ganz in unserer Nähe praktiziert, die ist um die 40. Es könnte also sein, dass die für mich reicht. Nun haben Sie da vielleicht eine ganz gute Situation. Wir wissen aber auch, dass im gesamten Land, aber auch in ganz Ostdeutschland mindestens, aber auch im Flächenbereich in Westdeutschland, viele Ärzte noch weit über das Rentenalter hinaus arbeiten müssen, um überhaupt die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten. Nun sind ja Wahlen und auch Landtagswahlen. Die SPD Brandenburg wird dem Thema sicher nicht verschließen. Wo sehen Sie da Ansätze, wie man dieses Problem lösen kann? Stichwort Ärztestipendium, wie kann man Menschen auch begeistern, im ländlichen Raum vielleicht eine Praxis zu übernehmen? Und nicht alle nur nach Potsdam oder Berlin. Am Ende wird sicherlich der größte Effekt entstehen, wenn man das über das Einkommen der Ärzte regelt. Also ich kann nicht verstehen, dass ein Arzt, der in München praktiziert und da ganz viele private Patienten auch findet, denn da ist ja eine tolle Einkommenssituation, genauso abrechnet gegenüber den Kassen wie ein Arzt in einer ländlichen Region, gerade in Ostdeutschland, wo es keine Privatpatienten gibt. Da müsste grundsätzlich nachgedacht werden, dass man die Dinge verändert. Mit einem Stipendium kann man natürlich zeitweise Ärzte in eine Region bekommen und dann muss man Gründe schaffen, die junge Ärzte wirklich in einer Region halten. Und ich habe gelernt, dass man heutzutage auch Freizeitangebote mit bei der Bewertung einer Region einbezieht, weil junge Menschen natürlich auch an ihre Freizeitgestaltung denken. Da muss man in den Kommunen nachdenken, welche Angebote man machen kann. Und das muss auch abgestimmt sein. Man braucht nicht in jedem Ort ein Schwimmbad, auch nicht aller zwei Orte ein Theater, sondern man muss schauen, was kann wo errichtet werden, welche Entfernungen sind zumutbar. Ich wohne im Speckgürtel und wir profitieren natürlich von der Nähe zu Berlin. Es ist bei uns wirklich ein Riesenzuschussgeschäft, ein Kreismuseum aufrechtzuerhalten. Ich könnte, glaube ich, jeden, der da hingeht, eine S-Bahn-Karte kaufen und die Eintrittskarte für ein tolles Berliner Museum bezahlen. So viel Geld käme zusammen, wenn wir das Museum in Oranienburg schließen würden, weil es wenig angenommen wird wegen der übergroßen Anzahl von Angeboten in Berlin. Aber das ist hier eben anders. Die Entfernungen sind andere. Und ich komme ja eben aus Bad Liebenwerder und habe da ein ganz liebevolles Heimatmuseum erlebt. Und da kann man nur sagen, das sind also auch Angebote. Gut, die werden jetzt nicht die 30-Jährigen dazu bewegen, in einer Region wohnen zu wollen. Aber die Summe von solchen Dingen, die macht eine Region auch lebens- und liebenswert. Und ich denke, wir Brandenburger haben wunderschöne Ecken.
Die Bayern, Berliner nutzen das ja gerne. Ja, natürlich. Deswegen. Die Bayern haben die Berge, aber wir haben den Horizont. Hm. Und der ist weiter als jedes Gebirge. Und ich sage mal, Radangebote oder Wasserwanderangebote, ja. da kann man wirklich ganz viele Sachen vermarkten. Und manchmal meine ich, verkaufen wir uns ein bisschen unter Wert. Vielleicht nochmal zurück zum Medizinbereich. Nun gibt es ja die Überlegungen in Brandenburg, Medizinerausbildung zu schaffen, auch an der Universität in Cottbus. Ist das auch eine Chance, um gerade auch hier für Südbrandenburg den einen oder anderen Arzt zu gewinnen, der sich vielleicht hier niederlässt? Weil jetzt ist ja die Entfernung von Berlin, wo man das jetzt studieren kann. Zumindest gibt es ein Abkommen, glaube ich, zwischen Berlin und Brandenburg, einen Staatsvertrag, der auch erstmal gelöst werden müsste. Was halten Sie von diesen Plänen? Also ich glaube, dass man sagen kann, wenn man viel Ärzte ausbildet, dann hat man keinen Ärztemangel. Das geht nicht ganz auf. Das würde nämlich bedeuten, dass es in Mecklenburg-Vorpommern zu viele Ärzte gäbe. Denn da wird ja in Rostock an der Universität und in Greifswald an der Universität medizinisch ausgebildet. Es muss mehr sein. Zum Beispiel? Eben das Einkommenssystem bei Ärzten muss meiner Meinung nach in Deutschland neu justiert werden. Und wie gesagt, man muss den jungen Menschen dann eben auch eine lebenswerte Umgebung präsentieren. Und wenn man bestimmte Dinge nicht selbst vorhalten kann, dann muss man dafür Sorge tragen, dass sie erreichbar sind. Und ganz wichtig sind schnelle Verbindungen. Und die allerwichtigsten Verbindungen in Brandenburg sind die Anbindungen an die Metropolenräume. Da denke ich nicht nur an Berlin, sondern da Dresden denke ich ist auch hier viel näher Dresden, dran. Ne? Natürlich, genau. Ja. Natürlich, oder im Norden, da ist Stettin ganz wichtig, oder Hamburg. Und da ist die Schiene ganz wichtig. Ich glaube, wir haben in Deutschland insgesamt die Schiene vernachlässigt. Da gibt es vieles nachzuholen. Und schon verrückt, Gleise, die abgebaut wurden, sollen jetzt wieder reaktiviert werden. Irgendwie, alles hatten wir schon mal. Ja. Das kommt alles immer längst wieder. Längst überfällig, meine ich. Aber ganz wichtig und vor allen Dingen, da muss sich dann ein junger Mensch, der sich durch den Bau eines Eigenheims quasi für ein Leben lang bindet an eine Region, auch wissen, dass die Verbindungen, die er gegenwärtig vorfindet, auch Bestand behalten. Also ich will aus meiner Umgebung, die ich gut kenne, ein Beispiel nennen. Wenn man mit dem Zug von Fürstenberg, das liegt ungefähr 70 Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt, nach Berlin hineinpendelt, ist man in einer Stunde mitten in Berlin. Das ist also keine Entfernung. Versucht man, den gleichen Weg auf der Straße zurückzulegen, ist man deutlich länger als anderthalb Stunden unterwegs. Viel, viel länger. Und wenn man Pech hat, dann steht man irgendwo noch sehr viel länger im Stau. Wer also nach Fürstenberg geht, der tut es, weil er weiß, im Stundentakt geht da ein Zug. Und dann muss er aber auch wissen, in 20 Jahren fährt er auch noch. Und das sind Dinge, da muss sich Politik im Klaren sein, dass man dann auch bestimmte Zusagen machen muss oder, wenn man sie denn tut, auch wirklich Verlässlichkeit dahinterlegt ist. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir müssen aufpassen, dass Deutschland insgesamt attraktiv bleibt, auch für Ärzte. Scheinbar gibt es in anderen Ländern für Ärzte noch bessere Konditionen. Deshalb gehen Ärzte aus Deutschland weg und andere aus Polen, aus anderen Ländern Europas kommen zu uns. Da muss man auch nachdenken. Ja. Aber ich meine, das Problem ist erkannt und ganz sicher ist natürlich eine Ärzteausbildung in Cottbus für die Stadt eine Chance. Denn und sicherlich auch so mancher bleibt kleben während des Studiums. Mhm. Oder verliebt sich aus einer anderen Region Deutschlands kommend in Brandenburg. Nicht nur in eine Frau, sondern auch in eine Region. Das Thema Bildung ist auch nicht unwichtig. Schulen, Kitas ist jetzt nicht Ihr Thema. Aber oh, das Sie sind ist ja schon eins, das lange schon kommunalpolitisch aktiv. Sie wissen also auch, was es heißt. Schulentwicklungspläne und so weiter, gerade Landkreise, dann mit Städten sich da abstimmen. Ja, ja. Ist da Brandenburg auf dem richtigen Weg? Sind wir da zeitgemäß unterwegs, was die Angebote von Kita-Plätzen und Schulen? Ich finde, Deutschland macht einen Riesenfehler in der Bildung. Es ist schwieriger, von Berlin-Reinickendorf nach Hohenneuendorf zu wechseln von einer Schule zur anderen, als eine deutsche Schule
in Peking zu verlassen und in New York weitermachen zu wollen. Das fängt an mit den Bezeichnungen von Schulen. Da weiß ja einer, der im Saarland wohnt, gar nicht, was gemeint ist, wenn wir von einer, naja, wenn wir Gesamtschule sagen, ja schon, aber schon die Begrifflichkeiten unterscheiden sich. Die Übergänge von der Grundschule in die Sekundarstufe unterscheiden sich. Die Bildungsinhalte unterscheiden sich. Ich finde, das ist katastrophal. Das ist interessant, weil Bildung, der Landesminister gegen den Föderalismus in der Bildung ist. Ja, das ist ein Fehler. Halten Sie für einen Fehler, ja. Halte ich für einen großen Fehler. Und ich finde es wirklich schrecklich, dass die Eintrittskarte in die Zukunft in Deutschland unterschiedlich ist. Dass es sogar unterschiedliche Bewertungen von Abiturnoten gibt. Dass das bayerische Abitur angeblich besser sein soll als das Brandenburg. Und das auch noch irgendwo eingepreist wird, wenn der Numerus Clausus eine Rolle spielt. Das finde ich entsetzlich. Andere machen das ganz anders. Was ich jetzt gesagt habe, das ist revolutionär und in den nächsten Jahren in Deutschland nicht umzusetzen. Ich finde, der Bund sollte sich 3 Zuständigkeiten nach oben ziehen. Erstens das Definieren der Bildungsziele. Die müssen einheitlich sein, von Flensburg bis Passau, von Görlitz bis Saarlouis. Zweitens, der Bund muss dafür Sorge tragen, dass er kontrolliert, ob überall diese Bildungsziele erreicht werden. Er muss also evaluieren. Geht das in allen Ländern korrekt zu? Und drittens, der Bund muss die Schulformen definieren und die Übergänge regeln. Und jetzt kommt's. Alle anderen Zuständigkeiten gehören zu den Schulträgern. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass es da an der Schule 2 unterschiedliche Verantwortlichkeiten gibt. Staatliches Schulamt beim Land und Schulverwaltungsamt beim Kreis. So ist das. Auf der einen Seite bestimmt einer die Lehrer und die Lehrinhalte und der andere trägt Sorge dafür, dass eine vernünftige Schule dasteht, ein vernünftiger Hausmeister da ist, eine vernünftige Sekretärin, dass die Heizung warm wird und. Und der eine kann nicht mit in die Regelungen des anderen eingreifen. Ist in Finnland ganz anders. Finnland im Übrigen ist das einzige europäische Land, das nicht nur in einer der vergleichenden Studien ganz weit vorne ist und nicht nur in einem Jahr, sondern Finnland ist in Europa seit vielen Jahren Klassenprimus und zwar nicht nur in einer Bewertung, sondern in vielen. Und in Finnland ist es so, der Staat gibt die Bildungsziele vor und kontrolliert natürlich das Erreichen. Und ansonsten ist der Schulträger, also die Kommune vor Ort, in der Verantwortung. Und jedes Elternteil kann im Internet sehen, was die Abschlüsse dieser Schule wert sind. Ob die Absolventen an den Universitäten scheitern oder ob sie ihren Weg gehen. Und wenn die Schule nicht funktioniert, dann wird der Bürgermeister nicht mehr wiedergewählt. Das ist sozusagen ein selbstregulierendes, ein selbstheilendes System. Ich habe 1000 Gründe gehört, warum das in Finnland geht und bei uns nicht gehen soll. Sie haben es gesagt, Föderalismus hat Kernkompetenzen der Länder und die Bildung ist eine solche Kernkompetenz. Ich halte es für einen Riesenfehler, denn mitunter habe ich das Gefühl, die Bildung verkommt in Deutschland zu einem Schauplatz der Eitelkeiten. Ich weiß, in Brandenburg gab es Zeiten, da liefen 45 Modellprojekte zeitgleich, Modellversuche. Mal konservativ hochgerechnet heißt das, in Deutschland sind zu dem Zeitpunkt 500 Modellversuche, Modellprojekte gelaufen. Und ich garantiere Ihnen, nicht eines ist wirklich evaluiert worden. Denn wenn man andere Modelle in der Bildung probiert, dann muss man sie 12 oder 13 Jahre durchhalten. Dann erst kann man nämlich einschätzen, war es ein erfolgreiches oder ein nicht so erfolgreiches Jeder Projekt. Jeder Minister will ja seine Akzente setzen. Genau, das ist es. 13 Jahre lang wird kein Minister im Amt bleiben. Und das ist einer der grundsätzlichen Fehler. Ich finde, da kann Deutschland besser werden. Ich befürchte, das erlebe ich als aktiver Minister nicht mehr. Und ich werde wohl sehr alt werden müssen, was ich im Übrigen vorhabe, um zu erleben, dass sich da grundsätzlich etwas ändert. War Politiker immer Ihr Traumberuf? Oder? Nee, wirklich nicht. Sondern?
Eigentlich wollte ich Tierarzt werden. Ich hatte einen Schwager, der Tierarzt war, muss ich jetzt sagen. Jetzt ist er Rentner. Und bei dem durfte ich mitfahren, als ich so 11., 12. Klasse war in den Ferien, mitfahren auf Praxis. Das fand ich ganz toll. Aber mein Schwager war ein knochentrockener Realist und der hat gesagt, Karl-Heinz, also du kriegst sowieso keine Praxis, du wirst irgendwo auf dem Schlachthof versauern und glaub mir, das ist kein schöner Beruf. Und dann hat er mir sozusagen diesen Traumberuf genommen und dann bin ich halt Diplom-Ingenieur geworden. Auch was Tolles. Kann man auch zu Hause ganz gut gebrauchen. Und ja, dann kam das Jahr 1989 und dann wurde alles anders. Meine Damen und Herren, für den ersten Teil erstmal herzlichen Dank. Ein Applaus ist gerne willkommen an der Stelle. Der Gast, der jetzt zu uns stoßen wird, der kann sagen, dass er seinen Traumberuf doch wirklich gefunden hat und auch durchgesetzt gegen den Willen der Mutter. Und zwar Dorit Gebler. Sie ist ja seit vielen Jahrzehnten auf den Bühnen vor den Kameras in Deutschland, vor allem auch in der DDR, ganz bekannt unterwegs. Und sie ist heute Abend unser Gast. Deshalb einen Riesenapplaus für Dorit Gebler. Wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid? Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Einsamkeit? Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heute? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie viele Menschen sind lang noch nicht frei und möchten so gerne es sein? Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein? Wie viele Träume erflehen zur Nacht? Wann? Wann wird es für uns besser sein? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Große Berge von Geld gibt man aus für Bomben, Raketen und Tod. Wie große Worte macht heute mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss denn noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Is blowing in the wind. Dorit Gebler, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. In der Runde. Kommen Sie gerne in unsere Runde. Ich habe natürlich ganz bewusst dieses Lied ausgewählt, weil Antworten wollen wir heute haben, bekommen wir heute. Gerne. Wir haben so viele Fragen und wir haben kompetente Leute, die uns Antwort geben können. Und wenn Sie mich fragen, bin ich auch dabei, so gut ich kann.
zu antworten. Ich bin zwar nicht aus dem Bezirk, also ich bin geborene Sächsin und bin auch wieder dort gelandet, aber ich bin eine eine Ostpflanze und bin im gesamten Gebiet unterwegs. Essen wir da lange schon nicht mehr. Darüber wollen wir gerne sprechen. Jüngere Menschen werden wahrscheinlich mit ihrem Namen nicht so viel anfangen können, aber ich sehe, im Publikum sind viele, die Sie kennen, selbst ich kenne Sie vom Sehen, weniger vom Gesang, sondern Sie sind ja zu DDR-Zeiten doch in vielen bekannten Filmen auch unterwegs gewesen, Film und Fernsehen. Polizeiruf war ganz viel dabei. Aber Sie haben eine auch... Frau vom Fach. Genau. Ich wollte gerade sagen, hier sitzen fast Kollegen und hier sitzen noch mehr Kollegen im Haus. Überhaupt die sicherste Talkshow heute, die wir hier haben, glaube ich, in Elsterwerda. Sie sind aber auch als Moderatorin unterwegs gewesen. Ich habe gelesen und gehört, dass Sie die bekannte und beliebteste Sendung DDR-Fernsehen, Kessel Buntes, das wusste ich gar nicht. Wie kam das denn? Das war der Zuschauermagnet. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von Kindern, die sagen, wissen Sie, Frau Giffer, also als ich so Sonnabendnachmittag wurde das schon also gesagt, heute Abend darfst du aufbleiben. Und dann wurde das Knabbergebäck zurecht gemacht und das Bierchen schön kalt gestellt von Papa. Das musste dann kurz vorher rauskommen. Und dann hockten alle da und guckten Kessel Buntes. Das war 6-mal im Jahr, also alle 2 Monate. Und es waren auch immer internationale Stars mit dabei und zwar immer was anderes, weil die Moderatoren waren nicht gestandene Leute. Evelyn Matt war die Frau, die im ganzen Östland herumfuhr und guckte, wer könnte denn das machen? Ach, da haben wir jemanden, dem traue ich das zu. Und so war eine Chance, dass eben nicht nur die gleichen Gesichter immer wieder dich aus dem Fernseher angucken, sondern auch ganz andere Leute. Und ich hatte das Riesenschwein, ich habe den 3-mal moderiert. Und den ersten Kessel aus dem neu erbauten Friedrichstadtpalast, den ersten Kessel, habe ich moderiert. Unter anderem hoch zu Ross. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir wollen es uns gemütlich machen. Sie haben es gerade gesagt, deswegen, was darf es denn zu trinken sein? Wir sind beim Schwarzbier. Schwarzbier, ja. Machen wir das nochmal, Herr K., Frau K.? Ja, Elsterwerda, Sie waren öfters auch für, mal sicher, sind der ganzen Land durch die... Ich habe gerade heute, als ich hierher vorgedacht, mein Gott, Elsterwerda, also ich bin ja im Bezirk unterwegs gewesen, vor 2 Jahren habe ich ein Personenstück in der Theaternative in Cottbus gemacht, aber Elsterwerda hat, glaube ich, auch keine Städte mehr, wo man hier gastieren könnte. Das ist doch, da reden wir dann mal drüber, aber das ist eigentlich auch ein Thema, was heute generell ich auch mit ansprechen wollte. Also, ja, was für Themen haben Sie uns mitgebracht? Ja, also, was brennt Ihnen so richtig auf die Nägel, wenn Sie mal einen Kultur. Politiker so an und Ihrer also, Seite haben? Nur ein Beispiel, das ist jetzt bewusst nicht aus eurem Bezirk, aber dieses erste nach dem Zweiten Weltkrieg, das erste Theater, in dem wieder Theater gemacht wurde, das Theater am Knie, die heutige Tribüne, ist längst zugemacht, kein Geld mehr für Kultur. Und die kleinen Theater, die sich mühsam ihre Existenzberechtigung erarbeiten und die schuften, denen würde ich wahnsinnig gerne ein bisschen, wenn es möglich ist, unter die Arme greifen. Ihr habt den riesen Vorteil in eurem Bezirk. Also die Marlene-Dietrich-Halle steht immer noch in Babelsberg. Da habe ich ja auch ein paar Filme gedreht. Orpheus in der Unterwelt zum Beispiel war in dieser Halle mit Rolf Hoppe, meinem lieben Rolf Hoppe, den es gar nicht mehr gibt bei uns hier. Aber da gibt es auch eine ganze Menge Kleindarsteller und Statisten, die damit arbeiten. Aber so kleine Theater, so nicht mehr als 100 Leute, die haben es so schwer. Da wird so viel noch eine Steuer drauf und Vergnügungssteuer. Und dann müssen noch GEMA nachzahlen. Wenn man das ein bisschen mit ins Kalkül nehmen könnte, da vielleicht sogar mal auch einen Wettbewerb mal zu starten oder eben einfach zu sagen, also wenn jemand den Mut hat zu sagen, ich möchte ganz gerne auch zeitgenössische Künste oder sowas die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren oder eben auch jungen Liedermachern. Wir hatten ja eine schöne, dichte Szene. Das ist ganz schwer heute geworden. Das wäre meine Frage. Lieber Herr Schröter, können Sie denn da was machen? Ach, um ehrlich zu sein, nein. Das ist ja nicht mein Ressort. Sie sind mir nicht sympathisch. Ich könnte höchstens, wenn ein Theaterstück so mit Feuerwehrerziehung oder mit Anti-Mobbing-Themen für jungen Leuten in Zusammenhang steht, Lottomittel, die mir zur Verfügung stehen, mit natürlich nicht einer Vollfinanzierung, aber zumindest in Teilen unterstützen. Aber Sie können sich ja mit Ihrer Kollegin, Frau Dr. Münch, Kulturministerin, nochmal verständigen. Kultur im ländlichen Raum, also in den großen Städten, glaube ich, ist das kein Problem. Da gibt es viele Theater. Aber wie ist das gerade so im ländlichen Raum, wo es auch wirklich auch kleine Bühnen mal bedarf? Es gibt sie, diese kleinen Bühnen, aber sie müssen sich unheimlich mühen. Und man glaubt gar nicht, in welch kleinen Gemeinden unseres Landes Kultur stattfindet. Und ich bin auch einigen großen
Unternehmen, Banken sehr dankbar, die durch ihr Engagement Kultur auch in die Fläche bringen. Und jetzt muss ich noch einen Werbeblock für unser Polizeiorchester einschieben. Also für Kommunen ist unser Polizeiorchester für ganz kleines Geld, wenn es für einen guten Zweck ist, sogar völlig unentgeltlich in der Lage, ein super Programm auf die Beine zu stellen. Das geht von Klassikangeboten über Filmmusiken mit wirklich ganz Bekannten bis hin zu Jazzpop. Ich bin ein großer Fan von Blood, Sweat and Tears, Chicago. Oh. Also ich kann Ihnen nur sagen, da ist für jeden Geschmack etwas dabei, bis hin zu Dire Straits. Und das glaubt man nicht. Die kriegen Applaus auf allen Bühnen, die wir hier in Brandenburg und in Berlin bespielen. Laden Sie sie einfach mal ein. Schon mal mit dem Polizeiorchester unterwegs gewesen? Das wäre doch mal Nein, was. Aber sicher ist da auch natürlich irgendwo ein Sponsoring mit dabei oder eine Unterstützung, eine finanzielle. Das sponsert das Innenressort, das Land Brandenburg. Ich bin da hier sehr dankbar, dass mit der Barbara Hackenschmidt jemand dabei ist, der immer, wenn der Landesrechnungshof sagt, das ist ja viel zu teuer, das ist ja das größte Polizeiorchester in Deutschland. Halt, Baden-Württemberg ist wohl noch größer. Aber dann kommen schon wir und Ausgaben. Ist das immer so ein Streichthema? Nicht mehr, dank Barbara. Aber da gibt es auch noch eine ehemalige Landtagsabgeordnete. Vielen Dank, der Haushaltsgesetzgeber hat das Polizeiorchester auf sichere Füße gestellt. Also ich muss mal noch sagen, das, was mir überhaupt auffällt, ich bin ja auch öfter mal oben in Mecklenburg-Vorpommern und sowas zugange, die gemeinnützigen Aktivitäten haben zugenommen. Also so gerade in Dörfern, ja, wo man sich zusammenschließt und sagt, wir bauen wieder was auf, ein Schloss, was da wieder hochgepäppelt wird, oder wir halten eine Traditionsfest und integrieren uns da und mit ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Freude. Und leider ist das auch eine Frage, die Alten halten zur Stange, die Jungen sagen, mag ich nicht so sehr, dann gehen die nach ein paar Jahren wieder zugrunde. Aber auch da wäre das eben ganz schön, wenn man eventuell diesen gemeinnützigen Bestrebungen auch finanziell so ein kleines Polster geben könnte, dass man eben mal ganz wichtige Sachen, die einfach in der Vorbereitung notwendig sind, eben auch, und wenn es dekorative Mittel sind oder so, dass wir dir sagen können, also das kriegen wir von der Gemeinde oder kriegen wir von der und der Stelle, die dafür zuständig ist, und das würde mich freuen, weil die Menschen ja, die sind ja auch stolz auf ihr Land und möchten ja, dass sie also auch dieses Gefühl, dass sie nicht irgendwo in der Luft hängen, sondern dass sie sagen, das ist meins, das ist ich lebe hier und ich lebe gerne hier. Gerade wenn die Arbeit manchmal knapp ist oder wenn die Kinder ausgewandert sind, wo man sagt, lohnt das noch? Ja, es lohnt. Aber wenn man eben so gar nichts mehr hat, der Konsum ausgezogen ist und die Kultur eben nur, da musst du erst in den Bus steigen, weiß nicht, wie du wieder zurückkommst. Ja. Also ich würde mir das sehr, sehr wünschen, dass man diesen Bestrebungen ein bisschen finanziell auch auf die Flügel verleiht. So wie Frau Gebler jetzt die Chance hatte, ihre Themen hier mit ranzunehmen, wir reden gleich noch weiter, man kann übrigens auch Applaus geben dafür. Die Luft ist so trocken. Will ich gerne zum Wohl. Will ich gerne Sie einladen oder beteiligen Sie sich. Ich glaube, es liegen Karten auf den Tischen rum, wo Sie Ihre Fragen, Dialogkarten ausfüllen können, die wir gerne dann hier noch mit einbeziehen. Und die werfen Sie bitte, irgendwo steht eine Box, ich weiß gar nicht, hier vorne steht sie, genau. Werfen Sie gerne ein und die beziehen wir dann noch ein. Stichwort war gerade ländlicher Raum und wie man doch die Geborgenheit, auch Heimatgefühl stärken kann. Nun sind Sie ja, und das ist Ihr Thema, auch zuständig für die Feuerwehren. Auch Frau Gebler, wie wichtig halten Sie so freiwillige Feuerwehren und diese Arbeit vor Ort? Ganz wichtig. Insofern auch ganz wichtig, weil ja auch das Gefühl des Beschütztseins dadurch da ist. Aber haben Sie nicht heute auch schon eine neue Aufgabe übernommen, gar nicht mehr Brandschutz, sondern auch wirklich wie eine Art Bürgerverein zu arbeiten? Also bin ich außen vor, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren sollte. Ja. Aber gerade wo die Kriminalität so zugenommen hat, wo man also sich doch noch nicht mehr ganz so sicher ist. Wir hatten ja das Riesenglück, dass die Kriminalität zu DDR-Zeiten also ganz, ganz minimal war. Das ist ja nicht mehr so. Da ist eben sowas wie eben die Bürgerwehr bzw.
Bürgerwehr ist, ich meine Feuerwehr, aber Bürgerwehr, das hatten Sie die jetzt. Die Feuerwehr, ich meine, das wird die Arbeit. Da ist das eine wichtige Sache, wo man weiß, wenn es brennt, sind die da. Also die lassen dann ihre Arbeit sausen und ganz schnell kommen die an, das aber ist schon wichtig. Dass sie kommen, wenn es brennt, ich glaube, da verlässt sich mittlerweile jeder doch und das funktioniert auch gut. Aber sie übernehmen ja mehr Aufgaben. Das wäre jetzt auch meine Frage an den zuständigen Minister. Wären Sie damit nicht auch manchmal ein bisschen überfordert, weil halt kein Konsum, kein Kulturverein, keine Sporthalle und nur noch die Feuerwehr als Ankerpunkt da ist? Feuerwehrleute sind Menschen, die haben ganz besondere Gene. Die machen Dinge nicht nur, weil sie wichtig sind, sondern weil sie darin auch aufgehen. Und sich in die Gemeinde mit einzubringen, ganz freiwillig, das ist für die Feuerwehrleute etwas ganz Normales. Ich glaube, kaum ein Dorffest würde funktionieren, ohne dass sich die Kameraden da ganz intensiv mit einbringen würden. Ganz viele Dörfer leben von den Aktivitäten der Feuerwehrleuten, ob das der Feuerwehrball ist oder das Frühlingsfest organisiert von der Feuerwehr. Alles unmittelbar im Zusammenhang mit den freiwilligen Feuerwehrleuten. Und ich bin unglaublich froh, dass wir denen in den letzten 4,5 Jahren unheimlich viel helfen konnten. 35 Millionen Euro hat der Haushaltsgesetzgeber, also Barbara Hackenschmidt zum Beispiel, mit beschlossen. Und wir haben etwa 50% Förderung ausgelobt, sodass wir 70 Millionen Euro ausschließlich für Feuerwehrgerätehäuser in die Hand nehmen konnten. Das ist aber toll. In 92 Orten konnten wir neue Gerätehäuser beginnen oder sogar fertigstellen in den letzten 4,5 Jahren, beziehungsweise erweitern. Da gab es ja Feuerwehrgerätehäuser, die hatten keine Duschen, keine Umkleidemöglichkeiten. Das hat sich ganz, ganz doll verbessert. Und weil das so toll gefruchtet hat, gehe ich davon aus, dass unsere Partei, meine Partei, dieses Programm wieder auflegen wird. Darüber hinaus fördern wir natürlich in Technik. Das ist genauso wichtig und ich weiß, zum ersten Mal ist die Anzahl der freiwilligen Feuerwehrleute nicht mehr rückläufig gewesen von einem Jahr zum anderen. Es kommt langsam an. Der Spagat zwischen, und das muss man sagen, bei freiwilligen Feuerwehren Arbeitsleben und dann noch die freiwillige Feuerwehrarbeit, die man leisten muss. Ich glaube, da hat die SPD ja auch etwas auf den Tisch gelegt, was auch gerade die Anerkennung fürs Rentenalter und andere angeht. Wer es noch nicht kennt, was können Sie dazu sagen? Das tritt ja auch jetzt, glaube ich, bald in Kraft oder ist schon? Es gibt Dinge, auf die wird man nur aufmerksam, wenn es tragische Ereignisse gibt. Ich hatte vor 2 Jahren im Februar ein schreckliches Erlebnis, da sind 2 Kollegen in Ausübung ihres Dienstes, 2 Polizisten, umgebracht worden. Das Urteil des Gerichts lautet Mord. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, deshalb muss ich sagen, sie sind im Dienst getötet worden. Und im Herbst sind 2 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Lenin auf der Autobahn ums Leben gekommen und ich stellte dabei fest, dass die Hinterbliebenenversorgung unterschiedlich geregelt ist. Und das war mir auch ein persönlich ganz wichtiges Anliegen, die freiwilligen Kameraden genauso zu stellen wie die Berufsfeuerwehrleute und auch die angestellten Feuerwehrleute, die keine Beamten sind, genauso zu versorgen wie die Beamten. Ich hatte eigentlich die, ich sag's mal, fast naive Hoffnung, dass man das in Deutschland einheitlich geregelt bekommt. Aber in der Innenministerkonferenz, da fanden die Idee alle toll. Aber dann haben sie festgestellt, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und dann hat der Ministerpräsident gesagt, dann mach eine Regelung für Brandenburg alleine, dann machen wir es eben, wenn die anderen das nicht wollen oder können. Was steckt da genau drin? Haben Sie es gemacht? Ja, wir haben es gemacht. Mit das ging ganz schnell. Am Ende ganz, ganz schnell. Nach einem Jahr waren sie gleichgestellt. Es gibt eine Einmalzahlung nach dem Tod. Bei Beamten in Brandenburg beträgt die 60.000 Euro. Bei freiwilligen Feuerwehrleuten 24.000 Euro. Ich meine, die Zahlen habe ich noch korrekt im Hinterkopf. Und angestellte Feuerwehrleute erhalten, glaube ich, nur 2 oder 3 Monatsgehälter. Das ist noch weniger.
Und Begünstigte in diesem Falle sind die Verheirateten, dann Witwen. Und wer eine eingetragene Lebensgemeinschaft hat, wer in einer gemeinsamen Wohnung lebt, vielleicht sogar ein gemeinsames Kind hat, der wird dann nicht oder wurde nicht berücksichtigt. Wir haben alle auf das höchste Niveau gebracht und wir haben gesagt, wer eine nicht eingetragene, aber feste Lebensgemeinschaft hat, dadurch ausgedrückt, dass man gemeinsam wohnt oder ein gemeinsames Kind hat, der wird gleichgestellt. Und in einem Fall ist somit auch schon eine hinterbliebene Freundin, gemeinsames Kind, behandelt worden wie die Witwe eines Beamten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, ja, dass wir alle gleichgestellt sind. Aber wir werden in diesem Jahr erstmalig, das Gesetz ist beschlossen, vielen Dank wieder dem Gesetzgeber, allen, die ehrenamtlich im Brandschutz oder im Katastrophenschutz mitarbeiten, 200 Euro pauschalierte Aufwandsentschädigung im Jahr erstatten und aller 10 Jahre erhalten sie eine Prämie für 500 Euro. Das kostet dem Land wie viel in Summe ungefähr? Das kostet 200 klingt ja erstmal wenig, aber muss insgesamt. Das kostet in diesem Jahr 16 Millionen und in den Folgejahren Jahr für Jahr 11 Millionen. In diesem Jahr 5 Millionen mehr, weil wir auch jene Kameraden ehren wollen, die bereits ausgeschieden sind aus dem aktiven Dienst, Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sind. Ich fände es fatal, wenn die gar nichts bekommen, nicht eine einzige Prämie, weil sie nicht mehr aktiv sind, aber viel geleistet viele, haben. Viele Jahre ehrenamtlich ihren Mann, ihre Frau gestanden haben, Vorbilder in der Feuerwehr sind. Ich finde es gut, dass der Gesetzgeber so entschieden hat, dass in diesem Jahr die 16 Millionen zur Verfügung stehen. Und es war Ihr Vorschlag? Das war Vorschlag der Landesregierung. Ja, das richtig. Kann man doch auch so mal sagen, ja. Genau. Jetzt sind wir ein bisschen tief in die Themen reingegangen. Es liegen hier 3 Karten auf dem Tisch und oftmals wird ja vorgeworfen, Politiker reden immer so lange. Jetzt wollen wir mal Antworten mit Ja und Nein geben. Sie machen natürlich gerne mit. Ich würde vielleicht dazu noch einmal, wir haben hier 3 Karten. Wir wollen ja auch kommunale, lokale Themen ein bisschen besprechen. Sie ist schon gerade genannt worden. Sie ist nämlich nicht nur Lokalpolitikerin, sondern auch Landtagsabgeordnete. Barbara Hackenschmidt, ein Applaus. Herzlich willkommen. Ich gebe mal das Mikro rüber. 3 Antwortkarten sind hier. Ich habe ein paar vorbereitete Fragen, die sind quer durch die Thematiken der Politik. Das ist jetzt auch nicht nach Landes- und Bundespolitik getrennt, aber sie sind politisch denkende Menschen. Die erste Frage ist, reicht die Mietpreisbremse aus, um Wohnraum bezahlbar zu machen? 3-mal Nein. Da muss ich nachfragen, Frau Hackenschmidt, warum nicht? Ich glaube, da müssen wir noch ganz andere Sachen drehen. Ich will konkret auf einen Aspekt eingehen. Ich hoffe, die Landesregierung, der Landtag unterstützt mehr die genossenschaftlichen Modelle. Ich glaube, es muss Luxuswohnungsbau geben, keine Frage, aber wir müssen doch sehen, dass wir im sozialen Bereich stärker werden. Ich halte das Genossenschaftsmodell als eines der wichtigen Säulen für soziale Marktwirtschaft und ich hoffe, dass wir diese Genossenschaftsmodelle stärken, vielleicht auch neue Ideen entwickeln, damit es nicht so viel Spekulation gibt. Ich glaube, hier in Elbe-Elster ist es so nicht und in ländlichen Räumen, aber wir sind davor nicht gefeit, ganz ehrlich, weil auch hier haben kommunale Städte ihr Tafelsilber verkauft. Man beobachtet ja auch, dass das Wohnen hier an der Autobahn Richtung Dresden immer beliebter wird, weil die Mietpreise in Dresden und drumherum nicht mehr bezahlbar sind. Merken Sie das auch hier in Elbe-Elster, dass mehr und mehr Zuzug aus dem Speckgürtel von Dresden zu erleben ist? Nicht nur aus dem Speckgürtel von Dresden. Ich wohne in Betten, also vor den Toren von Finsterwalde. In meinem Dorf, 150 Einwohner, standen 6 Grundstücke leer. An einem Autoschild steht Potsdam-Mittelmark, an einem anderen steht Potsdam. Also es ist attraktiv, rauszuziehen, Familien mit Kindern. Wir haben eine abgesicherte Kinderbetreuung, wir haben kurze Wege zur Schule, wir haben mit Finsterwalde nun keine Großstadt, aber doch schon etwas städtisches Angebot. Und das merken wir, alle 6 Grundstücke sind weg.
neu verkauft. Das hört sich erstmal sehr gut an, aber Elbe-Elster hat man immer so ein bisschen im Vergleich der Landkreise in Brandenburg den Eindruck, sie fühlen sich manchmal nicht so richtig, wo sie hingehören. Seit 30 Jahren jetzt zu Brandenburg, aber doch wieder so nah dran an Dresden. Fühlen Sie sich manchmal so ein bisschen auch von Potsdam da alleingelassen? Dass es zu weit weg ist einfach von den Entscheidern? Ich sag mal, 93 mit der Kreisgebietsreform sind drei Kreise zusammengekommen, die unterschiedlicher nicht sein können. Der Herzberger Kreis tendiert so nach Sachsen-Anhalt, Jessen. Mhm. Hier unten, dieses Bad Nimwerder war ja sächsisch, das war ja auch eine wechselvolle Geschichte. Ja. Sie wollten ja auch zu Sachsen. Und Finsterwalde ist so das Tor zur Lausitz, die Niederlausitz, wir hörten früher zur Luckau. Also diese kulturellen Unterschiede aus der Geschichte merkt man ganz deutlich. Mhm. Und das ist natürlich schwer, da was zu finden. Und ich glaube, wir haben in Brandenburg immer ein Problem, dass wir unsere eigene Identität nicht so richtig rausarbeiten. Und das denke ich, da sind wir auf einem guten Weg. Ja, wir sind nur im Dreiländereck, aber ich glaube, wir reden zu wenig über die positiven Sachen, weil hier unten in Elbe-Elster, und das kann ich mit Fug und Recht sagen, 398 bin ich in Kreistag gewählt worden, hier gibt es die Probleme eher in der Prignitz und der Lausitz eher als im Speckgürtel. Und wir müssen anders denken. Und ich war gerade vorhin zu einem Spatenstich, wo ein junger Unternehmer, der sich in Falkenberg engagiert, mit der AWO zusammen eine Tagespflege entwickelt und aber auch Wohnungsangebote macht auf einem Areal, das mitten in der Stadt ist. Und diese Sachen funktionieren, wenn man gut miteinander umgeht. Und ich glaube, das muss der Weg sein. Wir müssen uns um alle kümmern, das Soziale stärker. Ja. Wie erleben Sie Frau Hackenschmidt im Landtag in Potsdam? Sie kommt hier von der Basis unten, haut sie da immer auf den Tisch? Barbara ist eine, die ihre Probleme auf den Tisch legt, die ihre Meinung ganz klar auch ausspricht, nicht hinter den Berg hält. Und ich habe in ihr eine Unterstützerin in den innenpolitischen Themen, dass die im Arbeitskreis oder im Innenausschuss sind, die Innenpolitik unterstützen, das ist normal. Aber Barbara ist in anderen Ausschüssen und unterstützt trotzdem meine Themen. Das macht sie für mich besonders wertvoll, weil sie dann, wenn es ums Geldverteilen geht, das ist ja in der Politik ein wichtiges Thema, welche Mittel fließen in welches Ressort, da weiß ich, wenn es Knopf auf Zahl steht, kann ich mich auf sie verlassen. Das hat in den letzten Jahren viel geholfen. Ich kann mir vorstellen, wenn man ein paar Jahre bei Regine Hildebrand mitgearbeitet hat, dann prägt das auch. Also ich bin ja auch eine, die bei Veranstaltungen immer mal wieder auch politisch mal ein bisschen was gucken lässt und sich also positioniert. Und dann habe ich also jetzt in den letzten Vorstellungen immer gesagt, also Leute, es ist im Moment so schwierig zu wählen, was nun eigentlich diese Vielfalt. Aber eins müsste ich wissen, wenn Regine Hildebrand noch also wählbar wäre, ich würde sofort Ja sagen. Und die Hälfte des Saales sagt Ja! Es ist eine großartige Frau gewesen, eine, die auch immer Tacheles geredet hat. Und das ist ja etwas, was man bei Politikern heute immer in Abrede stellt. Also Lügenpresse und Politiker, die erzählen uns heute wieder die berühmte Geschichte, sind wie Taubenpolitiker, sie fressen dir aus der Hand am Anfang, dann scheißen sie dir aufs Dach, das kennt ihr ja sicher alle. Und das macht eben die Arbeit so verdammt schwer. Bei denen, die wirklich wie hier, ich bin richtig glücklich, wenn ich heute nach Hause fahre, da hat einer gesagt, ich mache das dann alleine als Bundesland und kommt hier, Schulterschluss, und das funktioniert, wenn also die entsprechenden Menschen sich zusammenschließen und sagen, na gut, dann müssen wir eben das vereinzelt machen. Also heißt, so funktioniert Politik, denke ich. Heißt es für Sie, dass die Art der Politiker vielleicht manchmal nicht die richtigen sind? Charakterstärke zeigen, also Sie haben Regine Hildebrand, wir haben einen starken Innenminister, wir haben eine kämpferische Landtagsabgeordnete. Was muss man das mitbringen aus Ihrer Sicht, um ein beliebter oder erfolgreicher Politiker zu sein? Das ist mal so ein Blick von außen. Also ich meine, das Gemeine ist ja, das ist nochmal an diesem Beispiel festzulegen. Also wenn du da nicht die Schultern hast, die breit ausfährst und sagst, na gut, alle anderen haben erst gesagt, ja, ist ein großartiger Vorschlag, könnte man machen, könnte man überdenken. Und dann sagen die, na ja, aber das Geld haben wir noch nicht und dann müsst ihr das lieber machen, ach, lieber das. Und wenn dann alle abfallen und wenn man dann den Schwanz einzieht, also einkneift, sagt, nein, dann machen wir es auch. Sondern im Gegenteil sagt, wir waren davon überzeugt, wir wissen, dass es den Menschen wirklich zu Passe kommt, dass sie das brauchen, dass sie geehrt werden auch für die Arbeit. Denn die ist ja nicht so einfach. Du musst plötzlich die Arbeit verlassen, du rennst davon, du riskierst ja auch dein Leben zum Teil. Und dann zu sagen, okay, wir machen das, das sind für mich Politiker, die ich wählbar finde.
Frankenschmidt, bevor wir weiter diskutieren, was darfst du trinken sein? Wir sind beim Schwarzbier, Sie müssen nicht Schwarzbier trinken. Sie dürfen ich bin Kraftfahrerin, ich kann gar kein Schwarzbier trinken. Ich nehme einen Apfelsaft. Ich hoffe einen regionalen. Ich bin auch Kraftfahrer, aber das ist ja nur Spreewalder Säfte, glaube ich, sind regional. Vielleicht gibt es die ja hier. Ja, kommen wir zur zweiten Frage, wo wir wieder mit den Karten antworten können. Muss der Mindestlohn erhöht werden? Oh, da muss ich jetzt bei Frau Geber fragen, warum nein? Weil mein Mann ist ja Gastronom und ich weiß ja, wie die Gastronomen zum Teil kämpfen. Und wenn da eben die Frau, die spült und die Kartoffeln schält, das Gleiche kriegen soll wie der Kellner, und heute geben die Leute nicht mehr so viel Trinkgeld. Ganz abgesehen davon, dass ja auch früher, wir haben ja Feste gefeiert ohne Ende. Also die DDR war ja so eine Feiernation. Ach, haben wir viel gefeiert. Und da haben wir auch nicht geguckt auf die Flaschen. Also wenn die Gaststätten gegangen sind, nur so 2-3 Fläschchen Wein waren es da schon. Heute ist es eine und eine Cola und 2 Saft oder sowas. Und insofern, es sind auch gerade die Köche. Es ist in der Gastronomie es ist ganz schwer, gutes Personal zu bekommen. Ähnlich. Aber braucht man da nicht mehr Gehälter, höhere Gehälter? Wenn man ja, Personal bräuchte, wäre schon schön. Nur wenn du allen das Gleiche zahlst und die hochziehst, dann kommt der Gast und sagt, na Mensch, jetzt kostet Bier schon statt 3,50 4 Euro. Das ist so teuer, gehe ich nicht mehr hin. Aber irgendwo müssen die Kosten auch erwirtschaften. Und deswegen bin ich persönlich aus eigener Erfahrung dagegen, das gleich zu machen. Du kriegst es ja jetzt auch mit. Ich bin gerade vorher war in Bleuchdorf in der Museumsmühle und bin an Spargelfeldern vorbeigefahren. Jetzt der Ernte, da wuchs also das Zeug schon raus, weil es keine Leute mehr gibt, die einen Spargel ernten. Weil unsere Hartz-IV-Leute sagen, es ist unter meinem Niveau, das mache ich nicht. Und die Polen haben jetzt ihre Wirtschaft so organisiert, dass die auch einen guten Lohn bekommen. Also werden wir keinen Spargel mehr, weniger anbauen, Punkt. Und das hängt eben doch damit zusammen, klar, es ist gut für alle. Das sehe ich völlig ein. Aber es muss auch irgendwo so sein, dass da nicht Gaststätten oder kleine Betriebe, die sich mühsam was aufbauen, die ja auch wieder einkaufen müssen, du musst ja auch in Vorkasse gehen, daran kaputt gehen. Deswegen habe ich mit Nein gestimmt. Frau Hackenschmidt kann sich kaum am Stuhl halten, sehe ich so ein bisschen. Sie sieht das wahrscheinlich ganz anders, oder? Genau. Also ich mache ja im Landtag Europapolitik. Das heißt, ich bin aus der Kommunalpolitik in den Landtag 2004 und habe immer mit dem Thema Europa zu tun gehabt. Und die anderen Nationalstaaten haben immer schon einen Mindestlohn gehabt und Deutschland hat sich sehr lange gewehrt gegen einen Mindestlohn überhaupt. Da haben wir gesagt, Untergang des Abendlandes. Ist ja nicht, hat ja nicht stattgefunden. Und ich glaube, der Einstieg war richtig, damit wir in die Zukunft geguckt, nicht so viel Altersarmut haben. Und der jetzt hier Mindestlohn reicht noch nicht aus, um wir sind bei knapp unter 10 Euro, glaube ich. 9,46 Euro oder in der, weiß ich auch nicht ganz genau, aber entscheidend ist ja, dass sich Arbeitgeber auch Gedanken machen. Und jetzt komme ich wieder auf den Süden zurück, da sagt mir ein Unternehmer bei einem Unternehmensbesuch, naja, ich zahle doch mehr. Ich sage, das ist doch gut. Darum geht es doch gar nicht, dass du weniger zahlst. Sagt er, sonst kriege ich ja niemand. Es geht um eine Untergrenze. Das ist die Untergrenze, der Mindestlohn. Und ich denke schon, da, wenn man gute Arbeit hat und da gibt es dann eine Staffelung. Also der Metallbetrieb, bei dem ich da war, der Dreher, der CNC-Dreher verdient natürlich was ganz anderes als der in dem Werk sozusagen diese Zulieferer macht oder mit der Logistik zu tun hat und. Aber ich halte es für geboten, wir sind ein reiches Land, dass man hinterher nicht wieder alimentieren muss, denn ich muss mal sagen, ich muss gucken, rechte Tasche, linke Tasche. Jedes Ministerium guckt auf sein Budget, aber wir sind für die Bevölkerung zuständig und ich glaube, der Mindestlohn ist eine gute Sache und wir müssen gucken, dass wir hinterher nicht nachträglich alimentieren. Wenn man Frau Gebler dann recht geben dürfte, dann hieß es ja, wir müssen alle bereit sein, mehr zu zahlen, auch in der Gastronomie. Qualität muss kosten. Ich weiß nur, dass mehr und mehr Kneipen zumachen, weil sie es eben nicht mehr schaffen. Weil sie es nicht schaffen, weil die Leute nicht bereit sind, mehr zu bezahlen oder weil sie es Personal? Ja, weil sie eben den Mindestlohn nicht zahlen können, weil ja auch dann kommen ja die Kontrollen und dann sagen die, ach so, du hast ja eigentlich, also du gibt es ja auch noch, wo die sagen, Mitarbeitende, also die, normalerweise Kneipen werden oft über Familien, überhaupt nur lebensfähig. Und dann kommt eben eine Kommission, also Leute, die werden ja zum Teil eingestellt und sagen, ja, also ich habe gesehen, ihre Mutter, die wird nicht bezahlt, aber die arbeitet mit und dann hat ihr Sohn auch am Wochenende mitgekellnert und da zahlen sie mal schön Strafe. Also diese
Zweige, diese Wirtschaftszweige oder diese also Gastronomen, ich weiß es speziell aus dem Gastronomen, weil ich da eben durch meinen Mann ein bisschen Bescheid weiß und auch viele kenne. Bekannter Wirt in Dresden. Geht kaputt, ne? Ja. Also er ist ein erfolgreicher, der übrigens immer gut gezahlt hat. Das war für ihn, er hatte aber den Erfolg, weil er natürlich auch genügend Ideen hatte. Der hat sich immer was einfallen lassen, dass die Leute, bei dem hat es gut gehabt, aber manche schaffen das eben nicht. Nicht jeder ist so kreativ. Und dann ist eben so ein Sterben zum Teil angesagt. Ich weiß nicht, wie viele Gaststätten Sie hier hatten, aber wie viel in Finsterwalde, in Elsterwerda und so, wie viel da eingegangen sind. Eben, vermutlich gab es früher deutlich mehr. Ja, sicher. Herr Schröder, Sie haben mit Ja gestimmt. Ja, ist nicht eigentlich Ihr Thema, aber... Aber ich will durchaus auch nochmal meine Position erklären. Und ich habe auch Verständnis für Ihre Position, denn die Gastronomie, denke ich, ist ein besonderes Thema. Wir denken mal zurück, DDR, Preisstufe 1. Das Bier 40 Pfennig, der doppelte Wodka 1,10 Mark. Da konnte man sich also... War das also ein Stammgetränk, weil Sie es so gut wissen noch? Oder? Nein, das waren die Preise, Preisstufe 1. Ich habe in Rostock studiert, da gab es den glatten Aal, der hatte noch Preisstufe 1. Ja. Das war die klassische Studentenkneipe. Und meine Damen und Herren, da konnte man mit 20 Mark blitzeblau aus der Kneipe gehen und hatte dazu noch gut gegessen. Denn da kostet ein Bauern Frühstück 2,50 und so ein Schnitzel mit Bratkartoffeln, da war man mit 3,20 gut bedient. Abgesehen davon gab es natürlich kaum Plätze in solchen Restaurants. Kneipen ist besser, aber es war gemütlich. Heute kriegt man bei Aldi, weiß ich nicht, also für 50 Pfennig garantiert ein Bier. Und wenn man sich dann noch ein paar Chips und ein paar Pommes dazu kauft, dann hat man vielleicht ein schönes Fußballprogramm oder was anderes, muss die Latschen nicht ausziehen. Deshalb ist natürlich die Differenz zwischen Restaurant und zu Hause sitzen oder draußen im Garten mit Freunden grillen riesig. Und deshalb ist man natürlich nicht bereit, dann höhere Preise im Restaurant zu zahlen. Aber ich habe nach Schule und zwischen Schule und Studium, beziehungsweise Schule und Armee, anderthalb Jahre in Eisenhüttenstadt am Kokskipper gearbeitet. Das ist ein Job, der heute bestimmt nur mit dem Mindestlohn bezahlt würde. Eine Knochenarbeit bei Wind und Wetter draußen und in 4 Schichten. Ich bin da demütig geworden und ich weiß, dass viele Menschen heute so Knochenarbeit leisten müssen und das für Mindestlohn. Und das finde ich einfach ungerecht, zutiefst ungerecht. Ich habe großes Glück gehabt. Ich habe eine gute Schulausbildung, habe Glück gehabt mit meinem Berufseinstieg, auch nach der Wende Glück gehabt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und deshalb setze ich mich auch für Menschen besonders ein, die so viel Glück nicht hatten. Und es muss sein, dass jeder, der jeden Tag früh aufsteht, schwere Arbeit verrichtet, davon erstens auskömmlich leben kann und nicht noch einen zweiten Job annehmen muss oder aufstockende Sozialleistungen beantragen muss, das finde ich zutiefst deprimierend und ungerecht. Und viele Menschen scheuen sich, obwohl sie einen Anspruch darauf hätten, den zu stellen. Deshalb bin ich auch dafür, dass, wenn es eine Grundrente ist, die ohne, dass der Anspruch geprüft wird, auch ausgezahlt wird, um diese Hemmschwelle zu reduzieren. Und Barbara hat es gesagt, wir steuern dann natürlich auf Altersarmut zu. Und das, finde ich, darf in einem reichen Land wie Deutschland nicht sein. Noch etwas, wenn wir keine Tarifverträge hätten, starke Gewerkschaften, dann würde jeder Unternehmer völlig ohne kreativ zu sein weiter existieren, der würde einfach nur die Löhne zurückfahren, wenn er merkt, seine Produkte verkaufen sich nicht mehr so gut. Deutschland ist deshalb groß und stark geworden, Exportnation geworden, weil Unternehmer sich ständig was einfallen lassen mussten, um trotz vernünftiger Einkommenssituationen für die Arbeitnehmer seine Produkte auch vernünftig am Weltmarkt verkaufen zu können. Das hat das Unternehmertum stark gemacht, weil man sich halt Gedanken machen musste, wie werden die Arbeitsprozesse so strukturiert, wie werden die Produkte so interessant, dass man auch zu hohen Produktionskosten noch attraktiv am Weltmarkt verkaufen kann. Deshalb bin ich dafür, dass unsere Arbeitskräfte auch anständig verdienen. Das macht sie unabhängig und unsere Wirtschaft am Ende auch stark.
Ja, vielen Dank. Wieder mal eine Frage mit Ja und Nein. Haben Sie einen Garten? Oh, dafür ist noch Zeit. Ja, jetzt hat eine Frau. Ja, alle drei können ich fragen. Für den Garten ist noch Zeit in Ihren Jobs? Garten muss sein. Auch wenn er manchmal nicht so aussieht, wie ich mir wünsche. Warum ist er wichtig für Sie, so ein Garten? Ich muss nicht drüber nachdenken. Und Karl-Heinz hat ja vorhin gesagt, ich sag mal, Karl-Heinz, wir kennen uns jetzt seit 98, deswegen... In der SPD duzt man sich doch. Ja, aber ich war Kreistagsvorsitzender und er war damals der Vorsitzende, der Präsident des Landkreistages. Seitdem haben wir uns zu Anfang nicht so gleich gemocht, aber klare Ansage. Und ich glaube, ich kann gut verstehen, in seinem Job als Minister, das möchte ich nicht machen, aber auch bei mir im Garten, da muss ich nicht drüber nachdenken. Man wird für etwas belohnt, was man tut, wenn man es denn halbwegs richtig macht. Und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit, Frust abzulassen oder mal die Gedanken baumeln zu lassen. Und ich finde es eigentlich schade, ich bin ja bis 93 im Schuldienst gewesen, dass es kein Schulgartenarbeit mehr oder Schulgartenfach mehr gibt. Weil den Kindern geht, die erfahren etwas nicht mehr. Und ich hatte gestern dazu eine Diskussion. Ich finde schon, dass das wert wäre. Garten ist was ganz Tolles. Frau Gebler, Sie haben auch einen Garten. Ich will mit meinem gar nicht reden. Also das, doch gerne. Nein, weil ich finde einfach einen ganz wichtigen Aspekt. Also es gibt ja doch in unserer Gesellschaft Leute, die können sich also so gut wie gar nichts mehr leisten. Und die müssen so rechnen. Und wenn die dann eben einen kleinen Garten noch haben, das Gefühl, einen Salat zu ernten oder die ersten Tomaten und dann zu einer Nachbarin gehen zu können und zu sagen, ich wollte Ihnen das schenken, weil Sie immer so nett das und das für mich machen und weil Sie aufgepasst haben und weil Sie meiner Katze, was weiß ich was. Dass merken, ich kann mit meiner Arbeit, wenn ich das mache, kann ich, weil die Leute können ja nichts mehr schenken, aber da können sie was schenken, was sie gemacht haben. Und das hat sie noch nicht und das passt immer. Ja, genau. Und Tauschen von Pflanzen und... abgesehen davon, ich habe auch den Garten, da brauche ich dafür, um einfach... Kopf frei zu kriegen. Ich muss allerdings sagen, früher habe ich einen Tag gehabt, da habe ich so um 10 Uhr angefangen und abends um 6 Uhr war der Garten okay. Heute sage ich nach 2 Stunden, es reicht. Es geht nicht mehr so, dummerweise, aber trotzdem. Also ich freue mich, ich kann meine Blumensträuße selber, ich kriege ja manchmal auch welche geschenkt, aber ich kann meine Blumensträuße binden und kann auch manchmal, gerade mit Maiglöckchen jetzt, die sind ja, wusste ich gar nicht, dass sie so schweineteuer sind. Also ich habe dieses Jahr 3 meiner Nachbarn solche Träumchen hingelegt und die haben das dann auch mitgekriegt, dass ich das war und die waren ganz happy. Die bleiben ja nicht lange in der Vase, aber ja, das alles ist Garten, ohne dass es was kostet eigentlich, außer Arbeitskraft, macht Spaß. Herr Schröter, jetzt interessiert mich, was bauen Sie in Ihrem Garten an? Wofür? Eigentlich können es ja nur Kartoffeln sein, die machen die wenigste Arbeit. Nein, Sie werden es nicht glauben. Ich bin noch ein ganz aktiver Gemüsebauer. Ui. Jedes Jahr sage ich, aber dieses Jahr machst du nicht so viel. Und jedes Jahr, wenn im Februar die Tage länger werden, dann ist das wie ein Fieber. Dann müssen die Tomaten in die Erde, also natürlich, um vorgezogen zu werden, die Gurken. Machen Sie das wirklich selber oder Ihre Frau? Das in die Erde bringen ist alles meine Aufgabe. Auch das Pikieren und so weiter. Lachen Sie nicht. Man sieht wirklich am Abend, was man geschafft hat. Ja, genau. Und wenn ich im Büro arbeite, jeden Morgen wird mein Papierkorb geleert. Und dann ist alles weg, was ich sozusagen geschafft habe am Tag zuvor. Und im Garten, da belohnt man sich dann selbst gelegentlich. Und eine Tomate, die man frisch vom Strauch nimmt, oder eine Gurke, das ist doch ein ganz anderer Geschmack. Und ich habe wirklich, wenn die Tomatensaison beginnt, frühmorgens ein Schälchen Tomatensalat, abends ein großes Schälchen Tomatensalat, der geht bei uns nie aus. Das ist eine Wahnsinnsarbeit für meine Frau. Und ich unterstütze, wo ich kann. Also ich pflücke die ja auch gelegentlich. Aber... man belohnt sich da wirklich selbst und ich werde das wohl noch ganz lange machen wollen. Ich hoffe, ich kann es dann auch. Also neben Gurken, Tomaten, Bohnen, Zucchini machen wir nicht mehr, weil das haben wir uns übergegessen. Wir machen Hokkaido und Butternut-Kürbisse und wir haben viele Obstbäume. Ich habe jetzt wieder Möhren und Mangold in der Erde. Da sind auch noch Rettiche und
jetzt, das Wetter ist ja ideal. Genau. Es wächst nicht nur das Unkraut, sondern auch das Angebaute. Ich muss zugeben, ich Unkraut hatte auch, mal, schneller. Ich hatte auch ja. mal einen Garten, aber ich war in so einer Gartenkolonie und habe dann irgendwann immer Auflagen bekommen, dass ich nicht pünktlich alles da genau vorgegeben ist, wie viel Quadratmeter Gemüse, wie viel. Und dann musste ich irgendwann sagen, ich gehe dann lieber. Aber schönes Thema. Ich hatte ja gesagt, ich komme aus Falkenberg und der ein junger Unternehmer, der da Hausverwalter ist, sagt, alle wollen einen Balkon oder eine Terrasse und in den 4 Gartenanlagen in Falkenberg gibt es freie Gärten. Und er hat jetzt so einen Aufruf gestartet, gehen Sie doch in den Garten. Und ich finde die Idee toll. Also er vermarktet dann auch sozusagen die freien oder macht aufmerksam und bietet auch einen Flyer an, dass man da sich doch dann noch was Grünes anbauen kann. Und Sie haben ja gesagt, richtig, Frau Gebler, dass man das Ernten ja als Belohnung nimmt oder man kann es verschenken. Als ich dann so viel Sauerkirschen hatte, habe ich noch beim Nachbarn gepflückt und eingekocht habe. Also, das gibt es doch alles zu kaufen, aber eine selbstgemachte Marmelade schmeckt ja nur noch ganz anders. Meine Brombeermarmelade mit Whisky ist unschlagbar. Ach, mit Whisky nicht. Oh, mit Whisky. Jetzt haben sie uns aber neugierig gemacht. Mit Whisky. Bevor wir zum Whisky kommen, wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen Musik hören? Ja, ich würde ganz gerne, würde ganz gerne ein Lied singen, das ich besonders gerne singe, weil vor 2 Tagen in der Bild-Zeitung stand Peter Maffay in Klammern 7 Brücken. Und da war ich schon wieder mal sauer, weil wir werden ja nicht nur nicht gespielt in westlichen Sendern. Das ist ja, Tamara Danz ist eine unbekannte Nulpe, wer ist Tamara Danz? Und dann auch noch Peter Maffay, das zuzuordnen, gut, er hat ihn publik gemacht zur tiefer DDR-Zeit, aber das ist ein Karat-Song, Swims hat ihn geschrieben und ich möchte deswegen darauf nochmal, habe ich ihn ausgewählt, weil natürlich bauen wir Brücken, versuchen wir Brücken zu bauen. Und ich weiß auch, wie schwer das ist, was Politik angeht, wie viel du machen möchtest und wie viel da dir ein Gegenwind kommt. Und nein, das geht auf gar keinen Fall, das Budget reicht nicht und das ist wichtiger. So, ihr seht ja, also selbst... Kleiner Abschweifer, Österreich, also hat einer den Mumm und zu sagen, also wenn das dermaßen ist, dann ziehe ich also die Reißleine und lasse alle, wahrscheinlich stolpert er kurz über die Schlinge, die man ihm legt und dabei ist es also etwas, wo man sagt, Mensch, da hat einer mal wirklich Politik begriffen und gesagt, ich mache einiges für das Land, aber ich lasse mich nicht so manipulieren. Und die Brücken, die 7 Brücken, die wir zu DDR-Zeiten ja gehört haben, das war ja auch so wie die gesamte Rockmusik mit den wunderbaren Texten, abgesehen davon, dass es deutschsprachigen Rock ja durch unsere Rockmusik, DDR-Musik gibt. Da hast du auch manchmal ein Lied gehört und gedacht, verdammt nochmal, das ist so sauber formuliert und warum begreifen die manchmal das nicht? Als ich fortging, war die Straße leer. Kehr wieder um, nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Du hast in dieser Musik dich wiedergefunden. Und deswegen war die so großartig und ist es noch. Und jetzt hoffe ich, ihr singt bei den 7 Brücken zumindest den Refrain alles mit. Fährst du los? Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen und dann such ich Trost in einem Lied. Kann ich mal die Hände sehen? Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen.
Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von Fernweh krank. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass sein Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man Liebe gibt. Manchmal hasst man das, was man noch liebt. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Über 7 Brücken musst du gehen. Über 7 Brücken, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Ja! Dorit Gebler, meine Damen und Herren. Danke fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank. Sind wir wieder ein bisschen lockerer, ne, bei dieser harten Politik. Ich habe noch ein paar Fragen und wir haben noch einen schönen Karten hier auf dem Tisch liegen. Passt gerade. Singen Sie im Auto? Da eine muss wahrscheinlich ja antworten. Okay, was sagen die Sicherheitskräfte dazu? Stimmt das? Ja. Kann man das anhören? Wird Daumen nach oben gezeigt. Also im Dienstauto eher selten. Okay. Und wenn, dann HEA BVB. Ah ja, okay. Aber am letzten Wochenende eher nicht. Kommen wir mal wieder ein bisschen zu politischen Themen. Brauchen wir mehr Windräder in Brandenburg? Fragezeichen. Okay. Keine Ahnung. Frau Hackenschmidt sagt ja. Der Minister nein. Wir kommen gleich mal dazu. Und Frau Gebler kann sich nicht so richtig entscheiden. Hackenschmidt, warum? Ja. Ja, ich war 7 Jahre energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion und habe mich mit dem Thema ausgiebig beschäftigt. Wir haben die Energiewende vor. Ist jetzt ja auch beschlossen, der Kohleausstieg. Und ich glaube, es ist uns noch gar nicht bewusst, dass wir es als selbstverständlich hinnehmen, dass Strom 24 Stunden, so wie wir ihn brauchen, aus der Steckdose kommt. Ich glaube, es gab so ein paar Mal Erfahrungen in Guben, wo es plötzlich mal ein paar Wochen oder ein paar Tage nicht ging, im Münsterland durch die Schneelast. Und wir müssen einfach erkennen, wenn wir aus der Kohle aussteigen und keinen Atomstrom haben wollen, müssen wir gucken, wie sichern wir denn unseren Wohlstand. Denn Energie heißt Wohlstand. Das kann über Windräder geschehen? Natürlich, alle erneuerbaren Energien in einem entsprechenden Mix. Und ich glaube, wir sind noch nicht an der Stelle, auch bei Windrädern nicht, innovativ, wo wir hinkommen können. Da ist das gefragt, was Karl-Heinz vorhin schon gesagt hat. Unternehmer müssen sich laufend was Neues einfallen lassen. Im Moment geht es mehr nach oben und die Flügellänge wird breiter. Aber die Kombination von verschiedenen Möglichkeiten erneuerbaren Energien zusammenzubringen, um diesen Wohlstand zu sichern, ich glaube schon. Und wir werden noch mehr Windräder brauchen. Es gibt ja eine Zahl, 2% der Landesfläche ist dafür ausgewiesen in den Windeingangsgebieten. Wir haben Repowering, das heißt, alte Windkraftanlagen werden ersetzt durch neue. Wir müssen ehrlich zueinander sein. Wir brauchen sie. Wir brauchen Photovoltaik, wir brauchen Biogasanlagen. Aber ich hoffe auf die nächste Stufe, die wir gar nicht erkennen können mit Startups und so weiter. Das große Problem dieser Energiewende seit Jahren ist, wir haben uns dazu bekannt als Land Brandenburg, dass wir bei der herkömmlichen Produktion an einer Stelle
produziert haben und es verteilt haben. Und jetzt haben wir überall auf den Dächern Windanlagen. Wir müssen es einsammeln und neu verteilen. Und ich glaube, hier ist der große Schritt Insellösung. Das ist mein Petitum mit der Erfahrung dieser 7 Jahre, wo ich mit Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Bundesländern unterwegs war. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir das hinbekommen. Aber ich halte Windräder weiter für geboten und notwendig. Herr Minister, Sie sagten klar nein, weil Sie so viele Klagewellen da vermuten gegen die Windräder, oder? Ich bin sehr viel im Land unterwegs und ich bemerke, dass die Akzeptanz für Windräder aufgebraucht ist. Denn die Dichte der Windräder, auch die Nähe zu vielen Siedlungsgebieten, hat dafür gesorgt, dass die Menschen nunmehr Windräder ablehnen. Im Übrigen habe ich eine Sendung gesehen, die mich ein bisschen aufschreckte, weil wir viele Dinge, die von Windrädern ausgehen, noch gar nicht genau untersucht haben. Also Schallwellen im sehr tiefen Bereich, die bei vielen Menschen für bestimmte Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen sorgen. Was mich persönlich ärgert, ist, dass die Abstandsflächen des Schreiadlers oder seines Horstes größer sind als die Abstandsflächen zu menschlichen Siedlungen. Das finde ich nicht mehr nachvollziehbar. Und ich finde, bevor wir weiterhin auf Energiequellen setzen, die nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen, brauchen wir zunächst einmal verlässliche Speicherlösungen. Denn eine Industrienation kann nicht hoffen, dass die Sonne scheint oder der Wind bläst, um seine Energieversorgung aus eigener Kraft sicherzustellen. Wir waren als Deutschland erstens eine führende, wenn nicht gar die führende Nation, was die Nutzung der Atomenergie anbetrifft. Und wir haben Strom exportiert, unter anderem auch aus Braunkohle erzeugt. Wenn der Ausstieg erfolgt ist, dann werden wir Strom importieren müssen. Und ich sehe in der Windenergie, in ihrer gegenwärtigen Konfiguration, keine Perspektive für ein Industrieland. Jedenfalls so lange nicht, wie wir vernünftige Speichertechnologien entwickelt haben und mit ihnen vernünftig arbeiten können, ohne dass wir da so wie bei der Nutzung von Wasserstoff, also das elektrolytische Spalten von Wasser, da haben wir ja einen Wirkungsgrad, der liegt, glaube ich, nur so bei 50%, ist also nicht effektiv, so eine Quelle zu nutzen oder als Speicher einzusetzen. Da muss einfach nachgelegt werden. Im Übrigen sind die Lasten der erneuerbaren Energie in Deutschland höchst unterschiedlich verteilt. Wir zahlen in Brandenburg unter anderem die höchsten Stromkosten, weil wir so gut sind in der Erzeugung von regenerativer Energie. Ich glaube, an der Energie. Spitze sogar, oder? Ja, ja, Brandenburg wir sind ist an der da Spitze? Spitzenreiter. Ich finde das zutiefst ungerecht, dass die, die hier ihre Hausaufgaben erledigt haben, dafür als gerechte Strafe mehr zahlen müssen als andere. Das wenn wäre wie, wenn in Bayern die BMWs oder andere Marken teurer wären als im anderen Bundesgebiet. Ganz das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Ja, das passt nicht zueinander und da ist natürlich in Deutschland auch eine größere Solidarität gefragt. Mhm. Frau Gebler, Sie haben hin und her bewegt. Sind sich nicht ganz schlüssig jetzt nach den beiden Seiten, die Sie gehört haben? Es hängt damit zusammen, dass die Leute wirklich die Nase voll haben. Ja. Weil weil ich vorhin schon mal gesagt, was auch mit den Gärten angeht. Die Leute, die hier geblieben sind, nicht weggegangen sind oder die weggegangen sind, kurz und wiedergekommen sind, weil sie gesagt haben, nee, hier habe ich meine Freunde, hier habe ich meine Heimat, ich komme wieder. Dieses Bild wird gestört. Und außerdem, er sagt es auch, also der Abstand zum Teil haben sie den Eindruck, die Menschen, dass sich um Tiere intensiver gekümmert wird, als um sie selbst. Und sie werden, was diese Windkraftanlagen angeht, haben einige Leute wirklich Angst, dass es eben Schlafstörungen gibt und sowas. Also man hat es wirklich noch nicht genau erkundet, also auch gecheckt, ob das wirklich so schlimm ist. Und abgesehen davon, also dass wir eben die Atomenergie rigoros abgebaut haben und dafür aber von Polen oder was, also von anderen Ländern solch erzeugten Strom importieren, das ist ja blödsinnig. Also
Dass die Leute deswegen sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, nee, wir wollen das nicht mehr. Man sagt ja auch ein bisschen, die Dosis macht das Gift. Und wenn Brandenburg schon an der Spitze ist, dann ist ja wirklich die Frage, ob man dann nochmal oben draufsetzen muss oder ob da nicht andere Bundesländer, ich glaube Sachsen kann da auch noch ein bisschen hinterher oder auch im südlichen Bereich, wie Sie schon gesagt haben, weil wir haben ja ein Problem und ich glaube, das ist auch ein Problem, was die Politik lösen muss schneller. Wie kriegen wir den Strom, der in Nord- und Ostdeutschland produziert wird, in den verbrauchsstarken Süden? Gibt es da Ansätze? Das Problem. Oder was, wo sehen Sie da die Probleme? Da kann ich Ihnen eins sagen. Alle reden in den Talkshows darüber, das muss alles kommen und Energiewende und Friday for Future, also Schule schwänzen für den Klimaschutz oder wie man das auch immer darstellen will. Aber wenn es dann ans Eingemachte kommt, wenn die Hochspannungsleitung in der Nähe der eigenen Wohnung, da geht's los. Da ist plötzlich alles anders. Da muss man natürlich darauf achten, dass die Dinge ganz anders zu sehen sind. Das ist ein Stück weit keine ehrliche Diskussion. Und es ist in der Tat so, in Süddeutschland sind die großen Stromverbraucher und in Norddeutschland die Offshore-Windkraftanlagen. Und wir sind meilenweit davon entfernt, die entsprechenden Verbindungen herzustellen. Ja. Im Übrigen kostet das auch ein Wahnsinnsgeld. Ja. Ich glaube, jeder Deutsche zahlt pro Jahr mit seinem Lichtschalter, Licht an- und ausmachen, 24 Milliarden oder 23,x Milliarden an Subventionen für die regenerative Stromerzeugung. Jetzt teilen Sie das mal durch 82 Millionen Deutsche, dann wissen Sie, wie hoch der Pro-Kopf-Zuschuss ist für die regenerative Energie, vom Säugling bis zur Oma. Das finde ich ist eine ganze Menge Geld. Und da muss man sich wirklich mal die Frage stellen, und stellen heißt sie auch beantworten, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Aber eins ist ja doch schön, dass man, wenn man durch die Landschaft fährt, mehr und mehr sieht, dass auch alte Häuser eben ein, zwei Fenster haben Solar. Mhm. Also ich meine, das ist zwar nur klein, aber steht dort, Tropfen höhlt den Stein. Wenn da mehr und mehr mitmachen, dass sie ihre eigenen Häuser, Verbraucher, dass sie ihren eigenen Strom erzeugen. Also dezentral. Ist das Ganze. Ich meine, das wäre schon eine Möglichkeit und das wird ja auch gefördert. Ja. Ne? Aber ich muss noch eins sagen, das mit den ungerechten Stromerzeugungskosten, das hat uns jetzt 10 Jahre gedauert, bis wir im Bundesrat dafür eine Mehrheit hinbekommen haben, dass das anders, also dass es jetzt solidarischer wird. Ich brauche in der Demokratie immer Mehrheiten. Und wenn wir, die Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, die einzigen sind, die darunter leiden, warum sollen die anderen Ministerpräsidenten dann zustimmen und sagen, na dann stimme ich zu, dass es bei meinen teurer wird. Das ist ja die Quintessenz. Und wir haben ja vorhin davon gesprochen, ich hätte natürlich auch sagen können, nein. Aber ich stehe dazu, weil ich denke, wir müssen ehrlich miteinander umgehen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir auch die Brennpunktthemen ansprechen. Nicht umsonst hat mal 2011 jemand über mich geschrieben, die Widerständige. Karl-Heinz hat es gesagt, wir müssen ehrlich immer auch das sagen. Ich kann dann hinterher sagen, gut, ich habe jetzt eine andere Technologie, das ist ja wieder was anderes. Aber im Moment habe ich die und dann muss ich das auch so verteidigen, denn es sind auch Arbeitsplätze, die bei Vestas oder anderswo natürlich dadurch entstehen. Streiten in der Politik ist ja ganz immer ganz wichtig. Anders gemeint, als es dann im Bürger rüberkommt. Oftmals und in Talkshows im Fernsehen. Glaubt man dann, die streiten nur, und das ist was Negatives, aber sie streiten ja um die besten Antworten. Richtig. Und man merkt hier in einer Fraktion, gibt es auch unterschiedliche oder in einer Partei unterschiedliche Ansichten. Vielen Dank an der Stelle erstmal. Kommen wir vielleicht jetzt ein bisschen mit Ihnen ins Gespräch. Sie haben uns ja hier freundlicherweise ein paar Fragen aufgeschrieben. Die würde ich gerne stellvertretend für Sie, ich denke, sie geht hier an den Minister. Gibt es Fördermittel für Dorfgemeinschaftshäuser, die auch als Wahllokale genutzt werden und die behindertengerechte Eingänge haben? Gibt es dafür Fördermöglichkeiten? Die müssen nicht nur als Wahllokale genutzt werden, sondern es gibt Fördermittel für solche Gemeinschaftsräume. Die verwalte aber nicht ich, sondern mein Kollege Jörg Vogelsänger, der für das Landwirtschaftsressort verantwortlich ist. Das sind in der Regel europäische Mittel, die sogar eine sehr hohe Förderquote haben. Die liegt, glaube ich, sogar bei 80% in Teilen oder so. Die können beantragt werden. Ich meine, da ist vielleicht sogar noch ein Restposten. Alles überzeichnet. Das ist ja, müssen wir noch wissen, wo und wie. Überzeichnet heißt, es ist kein Geld mehr da. Ist kein Geld mehr da. Aber wie können wir jetzt helfen? Hier gibt es eine konkrete Frage. Wo, ich weiß nicht, in welches Dorfgemeinschaftshaus geht es? Ja? Und das Mikro. Ich komme zu Ihnen.
Herr Bürgermeister Stadt Schönewalde, Stawski Michael. Es geht um mehrere Dorfgemeinschaftshäuser. Wir sind eine Flächenkommune und wir haben die Probleme, dass ein Großteil der Dorfgemeinschaftshäuser auch als Wahllokale genutzt werden, aber für Menschen mit Behinderung schwer zugänglich sind. Also heißt die Frage eher, wie können wir sie behindertengerecht umbauen? Dazu gibt es unterschiedliche Förderprogramme. Das kann ich nur sagen, die gibt es auch welche beim Bund. Also das ist nicht der ländliche Raum an sich, sondern das ist, geht auch zu barrierefreiem Zugang. Da muss man mal gucken. Okay, also ich denke, da sollte man auf jeden Fall nochmal im Gespräch bleiben. Da könntest du mal bei Frau Kauer. Herr Stawski, da reden wir nachher nochmal. Sehr schön. Herr Minister, wie stehen Sie zu den NATO-amerikanischen Militärtransporten, die durch die Lausitz mit dem Ziel Polen zur Grenze an Russland geschickt werden? Wir sind Bündnispartner in der NATO und es gibt Vereinbarungen, dass solche Transporte durch die NATO-Partnerländer natürlich gehen müssen. Und wenn einer der Bündnispartner, die amerikanischen Streitkräfte, dann in Polen bestimmte Kontingente austauschen muss, dann ist eine Verlegung dieser Kräfte gelegentlich auch durch Brandenburg nötig. Ich sehe die Notwendigkeit. Ich sehe, dass wir damit eine Bündnisverpflichtung realisieren. Und wer auf der einen Seite den Schutz in der NATO beansprucht, der muss auf der anderen Seite seinen Bündnisverpflichtungen natürlich auch nachkommen. Das heißt, wenn durch Brandenburg gefahren werden muss, dann wird auch Brandenburger Polizei dafür gemeinsam mit den entsprechenden Kräften der Bundeswehr dafür Sorge tragen, dass das sicher passiert. In der Regel werden solche Militärtransporte durch Militärpolizei abgesichert, also wenn lange Kolonnen fahren, dann sind es Militärpolizisten, die dann mitfahren. Wir werden mit unseren Polizeikräften möglicherweise Kreuzungsbereiche mit absperren. Aber was die Belastung unserer Straßen bzw. der Autobahn anbetrifft, werden wir nicht über Gebühr belastet. Es werden ca. 300 Fahrzeuge verlegt in mehreren Konvoi-Etappen. Und das wird man im Einzelnen kaum merken auf der Autobahn. Ich vermute, dass die Frage sich weniger auf die Bürokratie bezog, sondern mehr auf die weltpolitische Lage. Frau Hackenschmidt? Nein, das glaube ich eher nicht. Sondern warum es gibt nicht? Ja Beispiele, dass Kommunen, durch die sie diese Transporte gefahren sind, starke Schäden an ihren Straßen und Bürgersteigen vor allen Dingen hatten. Und es kein festes Regularium gibt, wie die dann von diesen Schäden wieder die Panzer, die die Bordsteine abfahren. Genau. Und da ist die Bundeswehr dann, da gibt es ja keinen richtigen Ansprechpartner. Ich denke, das lohnt sich da doch nochmal nachzufragen und sagen, so, wir haben nichts dagegen, wir sind Bündnispartner, aber Schäden, die durch diese Transporte entstehen, muss jemand tragen. Die kann nicht auf so einer 500-Seelen-Gemeinde kleben bleiben. Das halte ich. Und da gab es ganz große Probleme im letzten Jahr und ich glaube, die sind auch noch nicht ausgeräumt. War die Frage so gemeint? Ich schaue gerade mal in die Runde. Wer hatte die Frage? Ja, kommt mit dem Mikro jemand zu Ihnen? Moment. Ja, mir ging es jetzt wirklich um diese Transporte und ich sehe es auch so ein, nach der Wende, die sowjetischen Soldaten haben die DDR sofort verlassen, aber jetzt geht es los, dass jetzt die amerikanischen NATO-Militärs wieder gen Polen ziehen. Und ich kann berichten, ich bin eigentlich sozusagen eine Polin geborene. Man sagt mir zumindest, wenn ich jetzt nach Hause komme, in meine Geburtsstadt, ach, du bist ja Polin. Und ich habe Weihnachten in meiner Geburtsstadt verbracht. Da standen die Straßenschilder noch in Polnisch und in Deutsch. Nämlich zur Marienkirche. Oben Polnisch, unten drunter Marienkirche. Im Februar war ich wieder dort. Und die Stadt, die hatten ja vergangenes Jahr im Herbst Wahlen in Polen. Und dort gibt es jetzt auch einen neuen Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin. Und ab sofort ist es so, dass jetzt auf einmal nur noch in Polnisch und in Englisch alle deutschen Beschriftungen sind verschwunden. Polnisch, Englisch. Dann sind wir zur
Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, kein Problem. Aber es hat ja jetzt weniger mit, dieser, mit den Nadeltransporten. Ja, also und das ist mir jetzt aufgefallen. Ja. Dann sind wir, wollten wir nach Danzig und hinter, also es, der Ort heißt jetzt Flupsk, war früher Stolp. Und dort waren bis, also nach der Wende, bis waren dort russische stationiert. Die sind in Polen auch raus. Und jetzt sind die Amerikaner. Wir sind etwa 15 Kilometer von Stolp bis Danzig nur an amerikanischen Stationen vorbeigefahren. Alles amerikanisch. An der Watter, wie heißt der was? Wo war der Krieg? Bei Danzig an was? Westerplatte. An der Westerplatte. An der Westerplatte war ich jetzt wieder. Dort also auch wieder. Deutsch alles weg, nur noch Polnisch und Englisch. Ja, okay, und das macht mir jetzt, macht mir einfach, weil ich ein Kriegskind sozusagen noch bin, ja, mache ich mir jetzt wirklich Sorgen um diese Entwicklung, die jetzt dort in Polen vor sich geht. Okay. Und wir ja jetzt praktisch damit drin hängen, weil die Transporte bei uns hier durchgehen. Vielen Dank erstmal. Ich denke, Polen ist NATO-Mitglied, deshalb stehen da keine sowjetischen Soldaten mehr, sondern NATO-Mitglieder. Die NATO-Truppen, ja, genau. Die amerikanischen Truppen sind von den Polen auch erwünscht. Die Polen fühlen sich noch heute von Russland bedroht und die russisch-polnische Geschichte ist ja eine von Kriegen gezeichnete. Die wenigsten wissen, dass die Polen, ich meine, im 16. Jahrhundert in Moskau waren das, was Napoleon nicht geschafft hat, die Polen haben es geschafft. Gut, Napoleon war auch in Moskau, aber da brannte die Stadt. Und Sie wissen, dass im Zweiten Weltkrieg Polen einen Zwei-Fronten-Krieg führen musste. Und das Massaker von Katyn, was man ja lange den Deutschen zur Last gelegt hat, in Polen war man immer davon überzeugt, dass das Morde waren, die auf das Konto der sowjetischen Besatzer ging. Diese Situation ist in Polen noch nicht überwunden. Dort hat man sich noch nicht wirklich wieder versöhnt mit Russland und deshalb auch diese Schutzbedürfnisse, ja, was man hat. Diese große Bitte, dass dort amerikanische Truppen dauerhaft stationiert werden, was die Amerikaner aber nicht machen, sondern sie wechseln ständig ihre Kontingente. Deshalb sind auch diese Transporte notwendig, die aber wirklich nicht durch Städte und Gemeinden gehen, sondern in Brandenburg, so der Plan, ausschließlich durch Nutzung der Autobahn erfolgen. Okay, wir können leider über die große Weltpolitik, obwohl es ein hochspannendes Thema wäre, aufgrund der Zeit nicht mehr diskutieren. Kommen wir wieder noch mal ein bisschen hier nach Elsterwerda. Ich habe hier auf der Karte stehen, würde gerne etwas zu Elsterwerda sagen. Dankeschön. Wer ist denn das? Dann wollen wir natürlich gerne das Mikro mal rüberreichen. Ja, ich würde gerne noch mal ein Stückchen in die Heimat zurückkommen. Und wenn ich die Gelegenheit habe, als Bürgermeisterin dieser Stadt, mich auch bei meinem Innenminister mal zu bedanken. Er war derjenige, der uns wirklich maßgeblich und sehr loyal unterstützt hat. Thema Schuldenmanagementfonds, das heißt, jetzt kriegen wir wieder finanziell Luft. Jetzt haben wir Planungssicherheit. Und das war zu verdanken auch Ihrer Mithilfe. Und das möchte ich ja einfach auch mal sagen. Dann darf ich vielleicht bloß mal zwei Punkte, das sind gar nicht so konkret Fragen, weil Herr Schröder hat das treffend vorhin ausgeführt, was wir auch in der Politik brauchen. Mein Wunsch ist, ich war ja nur viele Jahre, wir waren Kollegen im Landtag, das Wichtigste, was wir brauchen, sind wirklich authentische Vertreter, die dieses Fach vertreten, was sie auch wirklich können, sich dort als Experte bezeichnen, wo sie auch wirklich eine Expertenschaft haben. Das erlebe ich immer weniger und daher entsteht eben auch so ein Stückchen Frust über Politik. Ich sehe gar nicht so die Verdrossenheit, sondern das ist ein Problem von Authentizität. Ja, also glaube ich demjenigen und habe ich auch Grund, das zu glauben. Und das wäre so ein Appell auch wirklich an alle, die kandidieren. Ich habe natürlich für Elsterwerda einen Wunsch. Innenminister ist klar, ist dafür die prädestinierteste Adresse. Ich wünsche mir sehr die Sicherheit unserer Polizeipräsenz hier in der Stadt. Ich gucke mir so die Entwicklung an im Land. Augenblicklich habe ich nicht die Sorgen. Er hat mir auch keinen Grund gegeben zur Sorge. Aber das ist mein ausdrücklicher Wunsch, auch hier noch 10, 20 Jahre in die Zukunft blicken zu dürfen und zu sagen dürfen, hier ist ein Polizeirevier, das ist fest, das ist sicher. Wir haben hervorragende Kollegen
und damit auch wirklich eine hervorragende Statistik. Und so mancher glaubt immer in der Politik, dort wo es sicher ist, brauchen wir nichts mehr. Es hat ja einen Grund, wie gesagt, dass es sicher ist. Und ich freue mich, dass wir die Dorit Gebler zu Gast haben. Ich war viele Jahre Kulturpolitikerin. Sie sprach mir vorhin aus dem Herzen. Wir brauchen natürlich auch so die kleinteilige, sehr, sehr gute Kultur in der Region. Und wir glauben immer, nur weil wir ländlich sind, also der Begriff ländlich hat im Grunde überhaupt nichts Negatives. Wir machen ihn nur zu etwas Negativem. Es gibt so wunderbare Orte, wo Kultur passiert. Herr Schröder sagte es vorhin sehr deutlich. Und da finde ich schon, dass man gerade solche Angebote auch wirklich fördern sollte. Ich habe vor vielen Jahren für die Stadt eine Kulturförderrichtlinie geschrieben, die hilft uns, die macht auch wirklich Sinn. Und Gäste auch wie Sie sind hier immer herzlich geladen und wir kriegen wirklich auch die Unterstützung vom Land, solche Angebote zu etablieren. Das ist jetzt nicht das Ressort des Innenministeriums, aber dass es dafür prädestiniert ist, weiterzugeben. Aber wie gesagt, mein Dank an Sie, an dich. Na, SPD duzt man sicher, ich traue mir das mal, das klären wir nachher nochmal. Und wie gesagt, die herzliche Bitte der Präsenz vor Ort und damit bin ich heute dem Wunsch vieler auch nachgekommen. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, Wunschliste der Bürgermeisterin, die muss man ernst nehmen. Nehmen Sie mit zu Ihren Kollegen. Ja, die ist ja schon in Teilen erfüllt. Meine Damen und Herren, wir sind besser geworden, was die Sicherheit in Brandenburg anbetrifft. Als ich ins Amt kam, da hatten wir in Brandenburg etwa 196.000 Straftaten im Jahr. Das war das Jahr 2014. Die letzte Kriminalitätsstatistik, die ich vor etwa 8 Wochen vorgelegt habe, weist noch 173.000 Straftaten aus. Wir liegen jetzt etwa im Bundesdurchschnitt bei weniger als 7.000 Straftaten pro 100.000 Einwohnern. Das ist die sogenannte Kriminalitätshäufigkeitszahl. Ist klar, wenn viele Menschen in einer Region wohnen, dann passiert auch etwas mehr, als wohnten da nur ganz wenige. Also wir 7.000 ungefähr. Berlin 14.000. Da wissen Sie, wie sicher man in Brandenburg lebt. Und jetzt raten Sie mal. Und da wohnen auch doppelt so viele Menschen in Berlin. Nein, das ist die Kriminalitätshäufigkeitszahl, die pro 100.000 Einwohner ist. Also das ist schon eine gewogene Zahl und deshalb durchaus zu vergleichen. Und jetzt raten Sie mal, wo man in Brandenburg am sichersten lebt. Richtig, in Elbe-Elster. Der sicherste Landkreis. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb hier Polizei wegnehmen werden, sondern hier kommt Polizei dazu, wie in allen anderen Regionen des Landes auch. Denn als ich begann, da sollten mindestens 7.800 Polizistinnen und Polizisten in Brandenburg tätig sein. Höchstens war damals vom Chef der Staatskanzlei ausgegeben worden 7.855. Jetzt sind es schon 8.280. Es könnten mehr sein, wenn ich schneller in der Lage wäre, die Polizei hochzufahren. Auszubilden auch die. Aber eins kann ich leider nicht machen. Ich kann nicht zur Bundesanstalt für Arbeit gehen, Bundesagentur gehen und sagen, ich brauche jetzt mal 200 Polizisten. Die gibt es nicht am Markt. Und wenn ich in Sachsen die Angel rauslegen würde, da würde mein Kollege sagen, du, es gibt hier eine Vereinbarung. Wir werden uns gegenseitig die Leute nicht abwerben. Anders als bei Lehrern im Übrigen. Da kann man abwerben in anderen Ländern. Innenminister sind da anders veranlagt. Die sagen, nein, das machen wir nicht. Deshalb müssen wir alles selbst ausbilden. Und unsere Polizeischule, die kracht aus allen Nähten, die ist für 275 Anwärterinnen und Anwärter, so heißen die Polizeischüler oder Studenten, ausgelegt. Jetzt haben wir pro Jahrgang 400, die da ausgebildet werden. Das heißt, die müssen da auch am Samstag zur Ausbildung gehen, weil die ganzen Fachkabinette sonst gar nicht ausreichen würden. Und dennoch wird es etwas länger dauern, die entsprechenden Ausbildungen durchzuführen. Denn jetzt kommt das Doofe, wir haben jetzt auch Jahrgänge vor der Brust, die sehr stark in der Polizei verwurzelt sind, genauso wie in jedem anderen Unternehmen, wie in jeder Verwaltung. Denn das ist ein Spiegel,
der Jahrgangsstärke auch in der Bevölkerung. Und die Jahrgänge von 54 bis 64 waren im Osten wie im Westen die geburtenstärksten. Und so verlassen jetzt circa, glaube ich, nennt man sie. Ja, genau. Jetzt verlassen circa 300 Kolleginnen und Kollegen pro Jahr unsere Polizei. Und eins mache ich nicht. In Sachsen bildet man so eine Art Hilfspolizei aus. Das will ich in Brandenburg unbedingt vermeiden. Ich will keine richtigen und teilausgebildete Polizisten. Der Bürger muss wissen, wenn er einen Menschen in Uniform sieht, dann ist das ein richtig ausgebildeter Polizist, der in allen Lebenslagen helfen kann. Und das wollen auch die Gewerkschafter in der Polizei. Die wollen nicht, dass wir das Niveau in Brandenburg absenken, denn unsere Polizei genießt, ich hoffe auch bei Ihnen, einen exzellenten Ruf. Sie haben ja auch einen tollen PI-Leiter hier. Polizeiinspektion. Polizeiinspektionsleiter, Herr Ballerstedt, der sieht so richtig aus wie ein Polizist und der muss keine Pistole zeigen, wo der auftritt. Da herrscht Ordnung, glaube ich. Und so wie der Chef, so ist dann auch die ganze Truppe gut aufgestellt. Und ich habe ziemlich zeitig gesagt, wir werden kein Revier schließen. Das werden wir auch in Zukunft nicht tun, weil ein Revier ein Sicherheitsgefühl vermittelt. Eigentlich ist es Blödsinn, meine Damen und Herren. Denn der Polizist auf der Straße oder im Streifenwagen, der sieht viel mehr als der Polizist, der im Revier sitzt. Der sitzt manchmal eine ganze Nacht und wartet auf das, was gar nicht passiert. Aber wäre er zur gleichen Zeit im Streifenwagen unterwegs, dann würde er gesehen werden, auch von Ganoven. Revier to go. Ja, nennt man es einfach anders. Es bleibt aber dabei. Denn Sicherheit kann man nicht durch Statistiken vermitteln. Sicherheit ist ein Gefühl. Ich will es mal beschreiben. In meiner Heimatstadt Frankfurt-Oder gibt es den Lennepark. Der heißt, ich weiß, der Mensch heißt Lenné. Aber in Frankfurt heißt er Lenne. Zumindest Lennepark und Lennestraße, fragen Sie in Frankfurt einen echten Frankfurter nach dem Lenné-Park, da sagt er, den gibt es hier nicht. Und wenn Sie 10 Meter entfernt sind, gibt es den immer noch nicht. Und wir sind zu später Stunde durch den Lennepark gegangen, da merkte ich, meine Frau wurde immer kuscheliger. Ich sagte, was ist denn mit dir los? Mir ist graulich. Ich sage, wieso denn? Hier ist kein Mensch zu sehen. Du musst doch keine Angst haben. Ja, deshalb ist mir ja graulich. Also meine Frau hatte ein Gefühl der Angst, weil es menschenleer war. Das hat mich beruhigt. Denn hätte ich da irgendwelche finsteren Typen auf der Parkbank sitzen sehen, da wäre mir vielleicht mulmig geworden. Ja, und so unterschiedlich ist das Gefühl, die Wahrnehmung von Menschen zu einem und demselben Sachverhalt. Ja. Und wenn das Sicherheitsgefühl gestärkt ist dadurch, dass jemand in einem Polizeirevier oder wie in Cottbus in einem Sicherheitscenter sitzt, bitteschön, dann machen wir das so. Wir sind Dienstleister, das weiß unsere Polizei und dann ist also auch immer ein Revier für die Bürger hier im Ort geöffnet. Klare Ansage vom Innenminister, Polizeipräsenz ist da. So mögen wird das, größer. Wird größer. So mögen das, glaube ich, die Gäste und die Bürger, wenn da klare Antworten kommen. Ich habe heute einen großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich deutlich überzogen. Wir hatten eigentlich nur 1,5 Stunden, aber es war so spannend mit Ihnen. Und schon mal einen Riesenapplaus für diese tolle Runde, die wir jetzt hatten. Aber ich frage einfach noch mal das Publikum. Wollen wir noch mal ein bisschen Musik hören? Dorit Gebler hat was vorbereitet. Dann sage ich... Genau. Wo ist das Mikro? Dankeschön. Herzlich gern. Und zu Ihnen komme ich dann nochmal, vielleicht komme ich mal in die Region. Nebenbei gesagt bin ich im Barfußpark im Sommer mit Regina Toss. Also ich bin schon in der Region. Der Barfußpark ist ja hier in Brandenburg. Aber das Lied, das ich jetzt singen möchte, hat eine besondere Geschichte. Insofern, ich habe einen ganzen Knefabend und wollte gerne ein Lied, also ein Text von ihr vertonen, weil ich ja auch selbst Musik schreibe, ist alles schon vertont, aber ich habe mein Lied insofern bekommen, vor ungefähr 35 Jahren hat mein Hamburger Produzent Edwin Christopher ihr dieses Lied geschrieben, das ich jetzt singe, wenn der Wind sich dreht, und die hat das live begleitet bei einer Schweizer Fernsehsendung gesungen, es ist auf keinem Tonträger erschienen, ich war so begeistert von dem Lied, ich sagte, das kaufe ich, nee, sagte, das ist unverkäuflich.
Ich sage, wie kann ich es denn haben? Er sagte, ich muss dich erst mal kennenlernen. Und dann haben wir produziert. Das ist ja nur ein Arbeitsprozess, wo man sich wirklich kennenlernt. Und dann sagt er nach einer Weile, ich verkaufe dir das Lied nicht, weil ich dir es schenken möchte. Du hast es dir verdient. Und aufmüpfig, wie wir Ostfrauen ja so sind, habe ich gesagt, aber die eine Strophe, ja, sagt er, die ist nicht ganz so gut. Ich sage, das will ich ja gar nicht sagen. Die will ich haben. Wie haben? Will ich bearbeiten. Aha, ihnen bearbeiten. Ich sage, du hast doch gemerkt, also ich hatte einen polnischen, einen spanischen und aus Nicaragua einen Musiker, also wir haben uns zum Teil radebrechend unterhalten und ich konnte denen so schwer den Leuten erklären, was DDR manchmal ausmacht, was geht und was nicht und was schön und was hinderlich war. Und dann sage ich, weißt du, ich würde ganz gern eine Strophe so einarbeiten, dass alle, die das Lied hören, sich in dieser Strophe wiedererkennen. Das habe ich auch gemacht. Und das ist das Ergebnis, wenn der Wind sich dreht. Erster Applaus. Mach's schön leise, ein leises Lied. Man sagt so oft, es geht bergauf. Die Dinge nehmen ihren Lauf. Was heute schwarz, ist morgen weiß. Wenn der Wind sich dreht, wenn der Wind sich dreht. Es wird geschwätzt und laut gelacht, nur viel zu selten nachgedacht. Was heute schlecht, ist morgen recht. Wenn der Wind sich dreht, wenn der Wind sich dreht. Es gibt schon lang nicht nur ein Maß über Träume wächst schon Gras. Es wird beschlossen, aber nichts passiert. Wenn der Wind sich dreht, wenn der Wind sich dreht. Du hast gelernt, du hast jahrelang studiert. Nur, wem das jetzt noch reicht, der verliert. Und Hilfe, Hilfe kommt dann oft zu spät. Wenn der Wind sich dreht, wenn der Wind sich dreht. Vertrauen gibt es nicht in diesem Spiel. Moral? Ach, ein oft verfehltes Ziel. Man liest, was zwischen Zeilen steht. Doch wenn du nicht nur an dich denkst, Vertrauen deinen Freunden, deinen Nachbarn schenkst, merkst du, dass es auch anders geht. Wenn auch der Wind sich dreht, wenn der Wind sich dreht, wenn der Wind sich dreht, wenn der Wind sich dreht. Meine Damen und Herren, Dorit Gebler. Ich hoffe, der Wind bläst in die richtige Richtung hier. Ja, ich bedanke mich für eine ganz spannende Runde, für eine Sängerin und Schauspielerin, die immer noch voller Tatenkraft angreift und auch politisch sich einmischt. Ich danke, einen Riesenapplaus nochmal gerne. Ach, danke. Ich danke einer Lokal- und Landespolitikerin, die als Widerständerin bekannt ist und sich noch weiter einbringen will, hier für Elbe Elster. Einen Applaus für Barbara Hackenschmidt.
Und meine Damen und Herren, ich danke einem Minister zum Anfassen, einem Innenminister, der klare Kante zeigt, aber trotzdem ein menschliches Wesen ist. Das haben wir heute hier doch nochmal deutlich gemacht, mit dem man auch über andere Dinge sprechen kann, der gerne mal ein Schwarzbier trinkt. Und wir freuen uns, dass er heute Gast war hier in Elsterwerda. Ein Riesenapplaus für Karl-Heinz Schröter. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie Fragen gestellt haben und jetzt sind Sie noch eingeladen, vielleicht das ein oder andere Autogramm noch auszutauschen oder die ein oder andere Frage, nicht alle konnten wir hier beantworten, zu stellen. Und ansonsten denken Sie daran, gehen Sie diesen Sonntag zur Wahl und sagen Sie Ihrem Nachbar auch Bescheid, dass er unbedingt wählen gehen soll. Vielen Dank, mein Name ist Dennis. Wie bitte? Am besten nehmen Sie genau, gleich mitnehmen. Ja. Ich bedanke mich, jetzt gibt es noch Blumen. Mein Name ist Dennis Kettlitz und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Einen schönen Abend für Sie. Ach.